Hi, hi! Ich hoffe, man hört mich. Herzlich willkommen zu diesem Co-op-Stream. Gemeinsam mit Patrick werden wir hier die Formel 1 unsicher machen. Das ist echt eine Sache, die schon ewig angefragt wurde, seit ein paar Jahren schon, auch in den letzten Spielen immer. Und irgendwie hat sich das nie ergeben. Wir haben das öfter mal so besprochen, aber kam nie dazu. Jetzt ist es allerdings mal soweit. Jetzt starten wir rein in die Co-op hier in F1 23. Ich freue mich sehr drauf, bin echt gespannt, wie das so laufen wird. Hoffe, das wird eine coole Aktion. Hoffe, ihr habt Bock. Sehr, sehr cool, dass viele von euch hier schon gewartet haben. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, das geilste Team. Ich finde McLaren auch echt super sympathisch. Wir haben uns entschieden zwischen Alpine und McLaren und ja, irgendwie, weiß nicht, also ich war eher zu McLaren hingezogen. Patrick auch, deshalb haben wir uns dafür dann entschieden. Wenn ihr das ganz professionell heute machen wollt übrigens, Patrick streamt auch auf seinem Kanal, schaut gerne rüber und macht euch irgendwie beide Streams parallel auf, dann habt ihr beide Perspektiven. Das wird, glaube ich, dann eine coole Sache zum Zuschauen, hoffentlich. Was denkst du, wie lang wird der Stream? Also wir haben es vor, so 3 Rennen ungefähr zu machen. 3 Rennen, 35% Rennen, da haben wir uns für entschieden. Und kurzes Qualifying. Ich fand 35% war so eine gute Distanz. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Da kriegt man auch ein bisschen was hin in einem Stream. Das wird, glaube ich, gut so. Kannst du mich grüßen? Liebe Grüße, Tobi. Tobias. Und Frank. McLaren nächstes Jahr Champion. Oh, wer weiß, wer weiß. Würde ich nicht ausschließen. Aktuell sind die ja wirklich super stark. Aber Red Bull nächstes Jahr darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Warum nicht Ferrari? Weil Ferrari zu gut ist hier in-game. Deswegen haben wir uns mal für McLaren entschieden. Obwohl McLaren tatsächlich auch gut gepatcht wurde. Also hätte man theoretisch auch Ferrari machen können, aber keine Ahnung. Ich finde, McLaren ist auch ein geiles Team. Macht ihr länger als eine Saison? Mal schauen, keine Ahnung. Das haben wir so, ich hoffe, ich bin entmute gehalten. Oh, Patrick ist schon am Start. So. Ich glaube, dass ich entmute bin. Entmuted. Hallo, hallo? Bist du, ja. So, Autovorführung haben wir natürlich auch. Ihr wisst alle, wie der McLaren ausschaut. Und Fotografie Ramscheid ist bei F1 Elite. Vielen Dank dir für das Upgrade. Du hörst mich auch. So. Okay, jetzt sollen wir gerade mal schauen, ob KI am Start ist. Ich muss mal gucken, ob ich auch wirklich entmuted bin. Entmuted. Das war alles. Ah, jetzt, oder? Ah, ja, jetzt. Jetzt hörst du. Ich rede hier die ganze Zeit mit mir selber. Scheiße. Okay, jetzt. Wundervoll. Ja, perfekt. Perfekt, wundervoll. Grüße an deinen Chat. Ja, Grüße an deinen Chat auch. Hi, hi. Ich habe gerade meinen Leuten schon gesagt, dass sie sich gerne beide Streams parallel aufmachen können. Dann habt ihr schon beide Perspektiven. Und dann wird das schon erzählt. Eine coole Sache. Kommt drauf an, wie viel Verzögerung wir dann im Endeffekt haben. Aber müsste ungefähr passen, hoffe ich. Ich hoffe es auch, ja. Meine schreiben mir gerade, dass du ein bisschen laut bist noch. Muss das noch kurz ändern. Oh, dann musst du vielleicht im Discord. Oder ich rede leiser. Dann. Ich kann ein bisschen leiser reden. Züpfe Peter, 25 Euro, vielen, vielen Dank. Das kam bei mir gerade auch rein, das ist gerade Ehrensupporter derzeit, die letzten Tage. Krass, vielen, vielen Dank für den Support, Mann. Danke sehr. Er hat Taschengeld übrig für F1-Streams, so wie es aussieht. Ah ja, das ist doch cool. Das ist doch eine gute Investition. Ja. Okay, ich habe Patrick jetzt ein bisschen leiser gemacht, Chat. Ich hoffe, dass das passt. Soll ich mal testen? Radio-Check mal. Radio-Check? Ja. Chat, Radio-Check. Ist gut so, Chat? Kai, ja, Chat, ist gut. Das ist schwer, laut, das einzuschätzen. Soll ich leiser reden? Nein, alles gut. Ich habe das hier schon. Okay. Ja, in Discord geht das normal schon gut. Yay, McLaren. Ja, ich glaube, die meisten freuen sich hoffentlich über McLaren. Ich denke, das ist eine gute Wahl. Das hoffe ich auch, ja. Also, ich finde es auf jeden Fall eine bessere Wahl als Alpine, was ja noch so unsere Alternative war. Genau, das war unser Zweitwahl. Ja. Also, weil wir beide ja eigentlich noch nie wirklich so viel mit McLaren gemacht haben. Ich glaube, karrieremäßig und. Ja. Habe ich echt ewig. Also, bestimmt mal, aber das muss lange her sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann zuletzt.
Okay. Da sind die Rookies, McLaren Rookies. Okay, starten wir rein in Upgrades, oder? Würde ich mal sagen. Aber wir haben hier noch, Moment, vielleicht kann der Chat da weiterhelfen. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Es gibt ja diese Fahrerboni. Und wir haben 300k als Team. Da hat, oder hat jeder selber diese 300k? Das wäre meine Frage. Wenn dann kann halt einer jetzt egoistisch sein, sich so einen Bonus holen und der andere dann nicht. Oder wie läuft das? Fahrerboni, warte mal. Wo war denn das hier? Ich weiß gar nicht, was Taste 4 ist bei mir. Ah, F2. Das ist echt immer so eine Sache. 300.000 steht hier. Ja, genau. Aber wenn ich das mache, Teambudget, kannst du es auch machen. Als Team weiß hat ich man nicht. Die. Probieren wir es einfach mal. Warte, dann mache ich ja irgendwas, was uns beiden... Ressourcenpunkteinkommen ist ja für beide dann gut. Ja, das ist gut. Ich hol's mir mal. Auch wenn wir vielleicht weniger Trainings jetzt habe ich noch 50.000. Wie viel hast du? Immer noch 300? Oder? Warte, ich gehe mal nochmal raus, nochmal rein. Ich habe noch 300.000. Hä? Okay, ja, dann ist das vielleicht so das Fahrergeld. Ist ja okay. Ah, ja, okay. Ich mache das, warte mal, Ressourcenpunkteinkommen. Ja, das ist gut. Ja, perfekt. Okay, ja, gut. Das hätte ich natürlich wieder voll vergessen. Ja, siehst du, der Karriereprofi. Der denkt doch an sowas. Ja, ja. Ja, ich wollte auch schon direkt weiterspulen, so ohne Upgrades zu machen. So, ja, komm, rein. Auch mal nicht. Peter, nochmal mit 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Und Mario, danke für deine Mitgliedschaft. Geiler Support. Aber Peter, du weißt schon, du musst es gerecht verteilen auf F1-Streams. okay. Das Tragische ist, also aus meiner Sicht, du bist der Hauptfahrer, deshalb habe ich keinen Einfluss auf die Upgrades. Ja, sag mir einfach, wo würdest du direkt reinballern wollen? Ich bin der Ausführer dann. So dastehen. Also Aerodynamik haben wir 0, Chassis 0, Antrieb ist schon was drin geballert. Ich glaube, Chassis ist immer ganz wichtig. Ich würde Chassis mal machen, ja, da sind wir echt weit hinter Red Bull und Mercedes. Da Positionierung, könnte man mal was raushauen. Bodenversteifungsstreben haben wir hier. Was haben wir hier? Sonst können wir gar nichts machen. Hä? Ach, wir können nur ist die Einrichtung dann voll, oder? Leon, vielen, vielen Dank für deine 5 Euro. Danke sehr. Stimmt. Also gibt's nur einen. Ja, kann sein, dass die Einrichtungen halt noch zu schlecht sind. Ja. Aber da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Das muss das Team halt machen in so einer Karriere dann. Ja gut, dann weiß ich, wie viel Positionierung. Aber die Punkte aktualisieren sich gar nicht. Hast du jetzt schon geholt? Ich hole es jetzt für 20% Fehlschlagrate, hole ich das jetzt. Ja. Dann haben wir noch 900. Was wird denn vorgeschlagen? Getriebe? Nee. Da würde ich jetzt auch noch die Finger von lassen. Wir könnten theoretisch noch die Frontflügel... Wahrscheinlich macht das Sinn, ja. Und für den Motor reicht es dann auch noch, oder? Ah nee, dann reicht es ganz knapp nicht mehr. 500 haben wir hier. Ja. Frontflügel-Einstellstück vielleicht noch machen. Oder irgendwas anderes. Ja, ich würde auch. Frontantrieb. Frontabtrieb, Frontabtrieb meine ich. Das sollte gut sein. Ja, okay, dann haben wir 400. Das sollte gut sein. Bin echt mal gespannt, wie die anderen jetzt upgraden. Wenn die dann nichts machen, dann sind wir ja gleich schon hinter Red Bull. So, die ersten Upgrades, bevor überhaupt das Auto vorgeführt wird. Ah ja, ich sehe die noch gar nicht, aber ich hoffe mal, das funktioniert gleich bei mir auch. Ja, du bekommst die Peter auf die 10 hier da gelassen. Ja, so muss das sein. Das ist kollegial. Ja. Ja, einen großen Geldbeutel hat er jedes Mal am Start. Okay, ich spule weiter, oder? Zur Autovorführung, oder was passiert bei dir dann? Dann kannst du auch weiter spulen. Ich sehe die Upgrades hier halt gar nicht in dieser Zeitleiste bei mir, aber... Ach so. Okay, ja. Ich hoffe mal, die funktionieren. Also Ressourcen, wenn ich jetzt anhalte... Also jetzt hat es kurz gestoppt zur Autovorführung. Schau mal, ob bei dir irgendwas... Genau, auch bei der Vorführung. Okay, also gucken wir uns das Auto mal an. Ja, haben wir noch nicht gesehen. Wow, das ist eine Überraschung. Traumhaftes Traum. Ding. Das ist ganz interessant übrigens, dass es diese Vorführung nur in der ersten Saison gibt. Ja. Danach gibt es die nicht. Auch bei MyTeam, gell? Ja, genau. Aber da würde es ja sogar Sinn machen. Ja, das ist ja geil. In den späteren Saisons, ja. Ja. Das ist echt komisch. Welche KI-Stufe? Hast du es schon gesagt? Ich habe es noch nicht gesagt. Noch nicht, also 100. Nee. Genau, wir fahren auf 100, also so wie wir eigentlich beides unter Karriere fahren würden. Ja. Das war eigentlich ganz gut, haben wir kurz getestet. Mhm. Genau, ja, also beim Testen hat das gut geklappt. So, jetzt sehe ich die Upgrades auch übrigens.
Ah, okay. Die kommen dann kann ich jetzt beide an einem Tag. Ich habe das ganz oft, dass beide dann fehlschlagen, wenn zwei an einem Tag sind. Das wäre okay. Jetzt natürlich nicht so super. Ja, ich spul mal. Ja, ich bin schon dabei, ja. Come on. Der Fähigkeitsupgrade von Fang gut an, bitte. Das kommt auf jeden Fall. Jawohl, beide. Hier sind sie da, ja, sehr beide schön. Sehr schön, guter Anfang. Guter Start in die Saison. Okay. Sehr gut. Die anderen haben genauso geupgradet, offensichtlich. Aber das passt ja. Dann können wir jetzt noch was machen sogar. Da sind jetzt ein paar Punkte noch angekommen. Ja, stimmt. Und dann gucken wir mal. Vielleicht noch das eine beim Chassis. Dieser Kabelbaum. Das macht vielleicht Sinn. Hauen wir rein. Und dann haben wir noch Punkte. Noch 500 können wir immer noch vielleicht ausgeben. Vielleicht Motor, oder? Motorleistung? Da haben wir jetzt noch nichts gemacht. Oh, da sind wir auch ein bisschen zurückgefallen sogar beim Motor. Das macht Sinn. Wie bitte? Zündkerze? Ja, genau. Ja. Passt. Das machen wir noch. Knights, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Danke sehr. Warum nicht verschiedene Teams? Weil wir gesagt haben, gemeinsam irgendwie ein Team an die Spitze bringen, ist doch irgendwie cooler. Ja, ich finde auch. Und man kann immer noch wechseln. Ja. Ja, wir haben uns das offen gehalten, vielleicht später dann in separat zu gehen, aber ich meine, man hat ja so in seiner eigenen Karriere schon immer ein Team. Dann finde ich das so ganz cool, wenn man da zu zweit das Team hoffentlich nach vorne bringt. Okay, ja, ich wäre soweit. Starten wir rein, oder? Können wir rein starten. Erstes Wochenende. Training haben wir jetzt gesagt, spielen wir nicht, ne? Genau, das erste Training muss man, glaube ich, sogar machen, oder? Ich glaube, leider auch, ja. Warum auch immer. Das werde ich, glaube ich, nie verstehen. So, ich habe geklickt. Ah, es kommt. Das dauert ein bisschen kurz. Genau, also das erste Training können wir ja mal kurz einfach ein bisschen einfahren vielleicht. Und dann den Rest. Können wir machen. Außer man kann hier direkt schon simulieren. Nee, kann man nicht. Das erste muss man normalerweise machen. Genau. Ja, man kann ja eine Runde und dann... Ja, genau. Dann ist auch gut. Ich weiß es gar nicht, wie das mit den Trainingsprogrammen läuft. Also ich war noch nie bei einer Koop im gleichen Team, wenn ich jetzt ein Trainingsprogramm mache. Jetzt wird man da noch voll gelabert. Also ich gehe davon aus, dass das so sein wird, dass halt jeder selber einfach dieses schnelle Training macht. Und jeder seine eigenen Ressourcenpunkte dann erspielt und am Ende zählen die halt zusammen. Ja, okay. Ja. Das ist ja in der normalen Karriere auch so, dass der Teamkollege selber die Punkte einfährt und man selber auch. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Sie haben nicht nur ihr eigenes Auto, sondern auch die Wagen der Konkurrenz in die Gruppe genommen und in den Werken harte Arbeit geleistet. Tja, da soll man gut zuhören. Ganz wichtig. Richtig. Also nichts verpassen. Dass die Formel 1 auch ein Teamsport ist. Es wird spannend sein. Wie viele Rennen der Saison? 10 sind es. Wie viele technische Kampf im Laufe des Jahres entwickelt und wie alle mit den neuen Regeln zurechtkommen werden. Haben die eigentlich die Charaktere geändert seit Release? Ich meine, die haben sie irgendwie angepasst. Die Fahrer, meinst du? Ja, die Fahrer. Ja. Wäre mir neu, aber kann gut sein. Also ich meine zumindest, dass jetzt Russell auch nicht mehr so cringe aussieht. Ach stimmt, der war echt hässlich. Das stimmt. Ohne Zähne. Okay, das war's jetzt von mir. Lasst uns nun endlich loslegen. Okay, es geht rein. Let's go! Ach ja, Setups, machen wir das wie besprochen? Dann genau, wir nehmen einfach mal das, was vorgeschlagen wird. Genau. Machen da nicht großartig rum. Genau. Außer wenn man vielleicht mal Front- oder Heckflügel. Ja, man kann also Kleinigkeiten haben wir mal. Genau. Oh, jetzt kommt der noch hier an. Mein Gott. Data from the real car on the real racetrack, so as many miles as you can get done consistently over these sessions, the happier we're gonna be. Okay, jetzt können wir, glaube ich, endlich mal. Garagentutorial. Das können wir, glaube ich, irgendwie überspringen. Kriegt ihr Tutorials, als wäre das irgendwie ein neues Spiel. Und nicht seit 4 Jahren dasselbe. Macht man dann ein Programm gleich oder was? Ja, ich mache Reifenmanagement und fahre einmal hier. Einfach eine Runde, ne? Genau. Ganz entspannt. Vor allem halt das Reifenmanagement. Achso, am Setup jetzt nichts gemacht? Nö, ich habe jetzt
gar nichts. Das, was drin ist, habe ich jetzt einfach gelassen. Was ist da drin? Das mittlere. Ja gut, ich mache ein bisschen Flügel vielleicht. Okay, ja, ich fahre einfach mal so raus, guck mal, wie das funktioniert. Ja, ja. Und Bremsen halt, ne? Das kannst du vergessen. Oh ja, genau, stimmt. Ja, das werde ich gleich machen. Oder nicht auf, aber auf, egal, diese Verteilung, die muss auf jeden Fall ein bisschen runter. Sonst macht man gar nichts. Okay. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich direkt wieder vergessen. Bin ich direkt gespinnt. Hättest du schon gemerkt dann, früh genug. Ja, ja. Okay, let's go. Ich bin gespannt, wie wir uns anstellen. Direkt zu Beginn. Das Auto ist eigentlich ganz gut. Also theoretisch kann man wahrscheinlich so ein Podium schon mal kämpfen hier und da. Direkt zu Beginn. Da bin ich mal gespannt. Eieiei. Bist du gut in Bahrain oder? Also, ich leg direkt mit dem Dreher los. Ich mag Bahrain eigentlich schon. Also besser wie jetzt zum Beispiel Jeddah auf jeden Fall. Denke ich mal zumindest, aber. Also mir wäre Jeddah, glaube ich, lieber, wenn ich wählen müsste. Ich mochte Bahrain mal eine Zeit lang, aber irgendwie. Ich weiß nicht, mittlerweile gar nicht so sehr. Ich weiß gar nicht warum. Die war letztes Jahr eine Katastrophe mit dem Handling. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Jeddah, ja, ja, die schnellen Kurven. Ja, Jeddah, nee, ich meinte jetzt Bahrain. Bahrain, ja, da war alles schlimm eigentlich. Jede Strecke war scheiße, ja. War alles gut. Da gab's keine gute. Ich habe noch ein nervöses Heck, du? Ich, so, ja, ich habe mich direkt gedreht am Ausgang okay. aus der ersten Kurve vorhin, also. Ja, gerade. Oh ja, ich habe mich direkt gedreht. So, schauen wir mal, wie der Reifenverschleiß hier ist. Ich finde auch die Trainingsprogramme, ich fahre die ja auch ab und zu in My Team, sind schon teilweise echt schwer, je nach Strecke. Okay. Also manche schaffst du auch nicht. Ewig nicht gemacht, wirklich. Ich habe schon seit zwei Jahren kein Training mehr gespielt selber. Ich fahre die meistens auch nur so zum Einfahren. Ne? Also. Ich finde das halt auch echt unspektakulär. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist immer dasselbe. Das ist so zeitaufwendig. Da haben sie sich auch irgendwie gar nichts Neues ausgedacht. So. Nee, also das ist ja wirklich ewig schon. So seit 2016 oder so gibt es, glaube ich, diese Trainingsprogramme. Und seitdem hat sich da auch echt nie viel geändert. Oh, ich bin gar nicht. Kann hier laut genug mit Motor. Motorgeräuschen. Hoffe schon. Ich bin gar nicht in ein Trainingsprogramm reingegangen, merke ich gerade. Das ist super. Oh. Naja. Stimmt, du kannst jetzt auch nicht zurückspringen in die Box. Ja, genau. Du musst jetzt quasi zurückfahren. Schön wär's, aber nee. Ja, ist einfach realistisch. Ja. Das ist so realistisch, das Spiel. Ja, total, total. Rundum realistisch. So, normale Reifenabnutzung. Das ist doch schön. Ich finde diese harten Reifen gar nicht so toll gerade. Ach, bloß die harten. Ja, ich habe die Medium drauf. Hat er mir gegeben. Ralf, Sound vielen Dank top. Für die Mitgliedschaft. Danke sehr. Sound ist top. Aber mir reicht das aber auch vom Training, glaube ich, dann schon. Naja, ja, passt. Mehr brauchen wir nicht. Dann können wir aufgeben, oder? Weg hier, wir direkt die Session beenden. Session beenden. Okay, dann schauen wir mal, was da passiert, wenn wir das simulieren dann. Wie das dann funktioniert. Ja, also ich gehe echt davon aus, dass jeder selber einfach sein Zeug macht. Dann müsste das ganz gut passen. Track Limits haben wir auf regulär gelassen. Nicht auf streng. Genau. Ja, streng ist ein bisschen arg. Streng ist blöd, ein bisschen weil die KI arg. Und nie. Das ist halt, ja, eben das ist das größte Problem, dass die KI da halt nie Strafen bekommt. Das gefällt mir daran nicht so.
gut, die gehen halt auch nie, die fahren nie außerhalb der Strecke, das ist das Nächste, aber finde ich trotzdem ärgerlich, wenn man da als Spieler, was weiß ich, wie viele Sekunden bekommt und die KI auch nie irgendwas. Auch wenn es nur ein Millimeter ist. So. Ja, also das ist wirklich super streng, obwohl es im Real Life mittlerweile auch so ist, muss man sagen. Aber im Real Life kann es halt jeder bekommen, nicht nur man selber. Okay, ich bin jetzt... Okay, schnelles Training. Ah, da muss ich auf dich warten. Ach so, du musst... Ja, genau, du musst zuerst machen. Ich echt? Ich kann zweites Training nicht anwählen. Warum? Weil ich hier steht KMG beschäftigt. Das steht bei mir auch, ja. Und ich gehe auf schnelles Training und... Wartet auf kann dich, nicht weiter. Bei mir steht warten auf Spieler. Patrick beschäftigt. Bist du beschäftigt? Hast du Wichtigeres zu tun? Ich nebenher noch essen und so. Nee, keine Ahnung, ich kann das ja nicht. Kann kein zweites Training anwenden. Das ist ja spitze. Wo bist du drin? Oder ich bin da, wo man schnelles Training und zur Strecke auswählen kann, bin ich immerhin. Aber da gehe ich drauf und da passiert nichts. Oh nö, ey. Haben wir direkt schon wieder den ersten Bug gefunden, oder? Also wenn ich sitze jetzt hier am Arbeitsplatz. Dann gehe ich rein auf meinen Bildschirm und dann ist alles ausgegraut. Vielleicht, weil wir das Training abgebrochen haben, vielleicht. Aber das wäre ja Schwachsinn. Man wartet doch nicht die Stunde Training ab. Das macht doch kein Mensch. Nicht, oder? Chat, weiß das jemand? Du musst auch weiter zur nächsten Session, schreiben manche, also auf das große Feld. Ah! Oh mein Gott. Kann das sein? Danke. Ah ja. Aber dass das einen Unterschied macht, ist ganz komisch. Hey, ich wollte einfach nur Training 2 anklicken. Ja, ich bin da aber auch drauf und bin trotzdem in das Menü weitergekommen. Also das war komisch. Ja, wir sind schon Spezialisten beide. Wobei ich bin da so eher. Ach ja, ich sehe schon, wie das. Also man kann nicht. Nee, doch, ist normal wie offline einfach. Nur man hat echt wenig Zeit, oder? Ja. Wie viel hatte man eine halbe Stunde nur am Anfang? Kann das sein? Kai, vielleicht hast du eine halbe Stunde und ich irgendwie so. Weil es ja normal eine Stunde ist, dass das dann irgendwie aufgeteilt ist. Keine Ahnung. Okay, ich mache jetzt einfach wieder so, wie ich es immer mache, diese 100% Erfolgschance. Ja, genau. Ich gehe da halt nur auf die Ressourcenpunkte eigentlich. Also vor allem, wenn man dann noch Zeit hat, dann vielleicht was anderes, aber. Okay, jetzt gehe ich hier mal wieder raus. Ja, okay, ich habe nur zwei Punkte von 5 dann hier geschafft. Hä? Interessant. Also alle Punkte werden wir nicht holen, so. Das ist klar. Ich glaube, es könnte schon gehen. Wir haben ja noch ein Training. Ich glaube, das sind pro Programm immer nur 2 Punkte. Dinger. Soweit ich weiß. Ah, jetzt funktioniert es aber auch, wenn man auf das geht. Ja, okay. Ja. Muss man halt wissen, ja. Aber es ist echt so, man hat nur eine halbe Stunde am Anfang. Ach, wegen 35% Rennen schreiben die Leute bei mir. Ah ja. Ah. Ach, kann sein. Habe ich halt noch nie gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Also in der MyTeam, da mache ich das auch immer nur einmal durchspulen und keine Ahnung, ich schaue da gar nicht mehr richtig drauf. Eigentlich traurig, dass man das einfach so durchspult. Ich baller die einfach weg. Ja. Mir ist halt jetzt nur aufgefallen, dass wenig Zeit war, aber naja. Ja, ich habe jetzt bei Qualifying-Tempo und bei Rennstrategie jetzt nur 2 Punkte bekommen. Naja. Egal. Ab Rennlänge Mittel 1 Stunde Training. Okay, dann kriegt man da halt auch mehr Punkte dann. Ja, gut. Aber das war jetzt okay so. Ich habe fast alles mitgenommen. Von den Punkten. Ah ja, 2 reicht auch. Wird schon reichen. Kurzes Qualifying, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier so drin ist. Ein bisschen schon mit dem Auto, so Q3 sollte schon das Ziel sein, ne? Mit dem fast 5 besten Auto. Wir haben ja wieder jetzt eigentlich entwickeln mit den 1200 Q3. Was erzähle ich denn? Ah ja, den entwickeln wir direkt. Entwickeln, ja. Oder? Ja. Was hättest du gern? Ich glaube, wir können wahrscheinlich nur Aero, oder? Weil die anderen beiden sind ja ausgelastet, schätze ich mal. Stimmt. Dann mach mal Heckabtrieb vielleicht. Hatten wir jetzt noch nicht. Aero, zweite Flügelklappe. Heckantrieb machen wir. 20%.
Ah, dann können wir sogar noch die zweiten Flügelklappen noch mitnehmen. Perfekt. Ah ja. Dann haben wir auch 72 Punkte. Ja, krass, ey. Wir sind jetzt schon bald mit Ferrari gleich auf dann. Ja. Wenn das klappt, dann das nächste Mal. Ja, ist echt krass, wie gut McLaren ist so von Anfang an. Das habe ich so nicht erwartet eigentlich. Aber umso besser. Okay. Also in Bahrain war ja McLaren echt scheiße. Da waren die also katastrophal. Mal gucken, wie das jetzt bei uns wird. Das finde ich aber echt krass, wie die sich entwickelt haben im Laufe der Saison. Das hätte ja niemand erwartet am Anfang. Ja, nee, überhaupt nicht. Aston Martin ist komplett abgestürzt so. Ja. Dachte so, ja, P3 werden sie durchziehen einfach die ganze Saison. Okay, dann mache ich zur nächsten Session ich auch, bin, oder? Ja, ja, ich bin schon soweit. Okay. Tava, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Danke sehr. Mach dir noch ein Rennen danach. Wir haben drei Rennen vor, theoretisch, wenn alles glatt läuft. Genau. So. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt der Spaß vorbei. Neuen Helm. Neuen Helm haben wir am Start, aber auch in Rot. Häng mich auch aus irgendeinem so roten. Wahrscheinlich haben wir den selben. Ah, hast du gleichen, aber den gleichen Helm dann am Ende. Also rot, silber, schwarz ist der, glaub. Oh meine, ich fand, der sah cool aus. Ich habe da jetzt nicht selber angepasst. Hatte ich keine Lust drauf. Wie viel Sprit nimmt man so mit einer Outlap? Ich weiß das gar nicht. Ja, 6 Kilo. 5 könnten auch. Ah, wobei, nee, du musst ja auch wieder eine Inlap fahren. Ja, genau, das mache ich in der Karriere halt nie. Ich fahre immer nur diese fliegende Runde. Ich mache mal 8 ja, Kilo, dann ist man, glaube ich, safe. 7. Du kannst ja quasi beim Rausfahren auch auf Margos stellen, glaub. Geht das? Ja, beim Rausfahren geht's, also auf der Outlap sollte das gehen. Okay, Softs. Und let's go. Ja, Piastri ist schon stark geworden. Hätte ich auch nicht so eingeschätzt. Mm-mm. Ich auch nicht. Also wusste man, dass der ein Megatalent ist natürlich, aber dass das so gut wird. Ja, stell dir mal vor, der wäre doch bei Alpine geblieben, so. Hätte er bereut wahrscheinlich. Ja, am Anfang der Saison haben alle so gesagt, oh nein, das war das falsche Team so. Ja, ja. Oh Gott. Justin, danke für deine 2,50. Wann kommt wieder Manager? Keine Ahnung. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen das Interesse dran verloren, weil das extra, weiß ich, hast du Manager gespielt? Nee, ich habe nur den 22er gespielt. Ah, ja, also der 23er ist halt wirklich, da hat sich nichts geändert. Also gefühlt fast noch weniger als in den richtigen Spielen. Ja, das ist halt schon ein bisschen krass. Ja, ich weiß, ich habe da relativ schnell irgendwie Lust verloren. Ja. Ja, das erste und zweite Rennen war noch geil, so. Ja. Und dann war es immer dasselbe. Es ist halt so extrem langwierig, auch man muss immer die ganzen Trainings durchmachen, immer 100% rennen. Weiß ich nicht. Aber ich finde, dass man quasi zu wenig Möglichkeiten während dem Rennen hat, was man dem Fahrer sagen kann, oder? Oder findest du nicht? Ja, also im Prinzip kann man nur Strategie, natürlich, ob der pushen kann oder nicht. Oder pushen soll oder nicht. Und das war es irgendwie auch. Ja. Genau, so drei Sachen oder ja, so. Ja. Aber es wäre halt krass, wenn dann irgendwie dazu kommt, so ja, stell jetzt Lenkrad Strat Mode 5 oder 6, sowas. Ja, das stimmt. Das wäre krank. Das stimmt, aber es müssten die auch gut umsetzen, nicht, dass es dann zu unübersichtlich wird. Ja, dass es zu kompliziert wird. Ja, ja, genau. Aber so finde ich es halt zu lahm irgendwie. Ne, Motorschäden sind aus. Ach, ERS kann man auch ausmachen, oh. Gut zu wissen. Hattest du das aus? Ja, aber ich bin Liga Races gewohnt, weil das ist schon das ist Automatismus so bei mir dann. Okay, let's go. Erste wichtige Runde. Springtrap, danke für deine 2 Euro. Und Alpha und BMW GTR, danke für eure Mitgliedschaft. Jetzt erstmal Konzentration auf die Runden hier. Aber fährt sich ganz okay. Um die ersten paar Kurven. Besser wie im Training. Im Training war das ganz schlimm hier bei mir. Ah, doch, das fühlt sich gut an. Obwohl, Standard-Setup ist echt geil. Ja, das ist das Ding. Die sind echt gar nicht schlecht dieses Jahr, diese Standard-Setups, finde ich. Ja, gut, kommt auch drauf an, welche Strecke. Ja.
Ja gut, natürlich mit so richtigen Setups kann man da noch ein bisschen mehr rausholen, aber ich finde, das mittlere Setup fühlt sich immer gut an, zumindest. Ob es dann im Vergleich zu den anderen auch schnell ist, ist nochmal was anderes, aber das kann man gut fahren. Oh Gott, fast weggehauen. Also bei mir war es jetzt noch nichts allzu Besonderes, aber war schon mal okay. Oh, okay. Warte mal. Was bist du gefahren? 30,9 bin ich gefahren. Ah, 31,0. Okay. Oh. Nicht schlecht. Also knappes Ding. Knappes Ding. Ja, wir sind echt. Warte mal, wie viele sind jetzt schon gefahren bisher? Das ist eine gute Frage. Es sind fast alle auf der Strecke zumindest jetzt. Ah, ich bin 7. Ja, Tsunoda ist noch zwischen uns. Das ist vielleicht nicht so gut, ne? So ein Tauri. Ja, stimmt auch, ja. Stimmt auch. Ja, aber da geht schon noch was. Das war bei mir jetzt noch so, weiß nicht, bisschen verhalten. Kann man schon noch was rausholen. Also Sprit kann man sogar noch weniger mitnehmen. Ja, ich habe auch noch viel zu viel. Endlich macht mal so eine Outlap so richtig Sinn. Und so eine Inlap. Wie meinst du? So im Video, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn die Runde halt fertig ist, dann zack, direkt zur Garage springen. Ja, ich auch. Und ich mache auch die Outlap gar nicht. Ich mache da immer diese fliegende Runde. So realistisch, dieses Spiel. Total. Der Ajax, danke für deine Mitgliedschaft. Und Springtrap, vielen Dank für deine 2 Euro. Wird es jetzt öfter F123 Reddit geben? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viele von euch da was reinposten. Ja, aber ich finde so vom Handling kann man dieses Jahr aber echt nichts gegen das Spiel sagen, ne? Das stimmt, ja. Man kann gegen vieles was sagen, aber fahrerisch ist das schon geil. Wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht vor allem. Das ist sehr angenehm, ja. Man muss halt sagen, dass halt 2020 halt auch schon geil war. Aber halt der Fortschritt halt fehlt. 20 war geil? Also ich weiß nicht, ob ich das fahrerisch nicht sehr ähnlich wie 20 sehe, aber sogar. Ich finde, das eben gibt sich nicht viel. Aber das ist halt irgendwie auch ein bisschen tragisch, weil ja, weil halt andere Games oder Simulationen machen es halt deutlich besser. Das ist halt nur das Ding. Gut, da bin ich nicht, da bist du mehr drin als ich, weil ich spiele kaum andere Rennspiele. Aber ich finde es halt ein bisschen traurig, dass seit 20 sich kaum was verändert hat. Beziehungsweise, dass es nach 20 sogar schlechter wurde und jetzt wieder besser, aber es ist halt auf einem Niveau mit 20, also weiß ich nicht. Geht ja, es nix, ist halt nix voran. Wenig, glaube ich. Ich glaube, die müssen einfach mehr reinstecken. Weil zum Beispiel, also ich bin jetzt auch nicht so der Experte für so andere Sim-Racing-Games, aber das, was ich halt ausprobiert habe, zum Beispiel ACC oder so, das ist halt schon ein anderes Niveau. Das ist schon glaube ich. Ein anderes Next Level. Obwohl, ist ACC ist, glaube ich, auch für PlayStation. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht nur für PC. PlayStation gibt es auch, glaube ich, ja. Soweit ich weiß. Ja, und F1 muss halt immer also irgendwie so eine Balance finden zwischen Simulation und bisschen für die Casual-Spieler auch, ne? Ja. Ich glaube, das Spiel würde nicht gut funktionieren, wenn das so eine Full-Simulation wäre. Naja, meinst du? Darf es halt auch nicht sein, ja. Denk schon. Das spielen halt teilweise klar, auch Leute, die nur gern Formel 1 gucken, weißt du, aber keinen Plan von den Spielen haben. Ja, mit Controller und so. Ja, ja. Irgendwann ist dann halt auch so vorbei. Genau, wenn das dann so iRacing-mäßig irgendwie wäre, das funktioniert, glaube ich, nicht. Nee, das auf keinen Fall. Das wäre. ACC gibt es auch für PC, für PS, ja, genau. Und da ist es, glaube ich, auch krass. Also, wenn man das vergleicht, wenn man einfach nur. Von wann ist ACC? Auch von 2014 oder 21? So, kann das sein? Nee, also das neue ACC ist, glaube ich, von 2020, oder? Das ist halt schon krass. Das ist schon ein krasser Unterschied. Aber es ist halt kein Formel 1. Sprit wollte ich nochmal weniger. Das ist halt auch das Ding. So ein richtiges F1-Erlebnis mit Karriere und so kriegt man halt nur in dem Spiel, ne? Ja, das ist es halt. Das ist so schade eigentlich. Das ist echt schade, ja. Dass es so keine Konkurrenz gibt. Das würde denen echt gut tun, glaube ich. Dann würde die Karriere auch nicht immer gleich sein. Ja.
BMW GTR, danke für deine 5 Euro nochmal. Vielen, vielen Dank. Kommt bald wieder. Aber FIFA hat auch keine Konkurrenz. Aber doch, hat's. Ja, FIFA hat PES, oder? PES immerhin, ja. Ja. Aber so eine richtige Konkurrenz ist das, glaube ich, auch nicht. Also, das ist so. Ich kenne kaum jemanden, der PES spielt, ehrlich gesagt. Wenn es das noch gibt. Wenn es das noch gibt, ja. Oh, ich muss mal rausfahren. Hilfe. Du bist schon unterwegs. Ja, ne? ich bin gerade raus. Okay, so, zweiten Schuss. Ja, 12. bin ich jetzt. Oh, oh. Ja, ja, da muss schon noch was kommen. So gut sah da das muss noch was. Oh, Forza Motorsport, keine Ahnung. Ich habe nur ein paar Videos gesehen, aber ich... Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht so meins. Das ist jetzt neu, oder? Ja, neue Forza. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen arcadig, glaube ich. Ist auch keine so, ja, Simulation, sag ich mal. Aber es gibt halt keine F1-Kisten, glaube ich. Das ist halt... Sonst wäre es bestimmt interessant. Wir sind halt die alten F1-Hasen. Ja, das ist schon so, ja. Ich find's halt ein bisschen traurig. Kommt nichts anderes rein. Ja, nee, irgendwie nicht. Ich find's so traurig, dass das Spiel an sich so gut ist zum Fahren und dann hat man aber dieselbe Dreckskarriere, die es vor 3 Jahren schon gab, ohne irgendwelche Änderungen. Ja. Das ist echt schade, dass die da gar, also null Aufwand reinstecken. Nicht mal so Alibi-mäßig irgendeine Kleinigkeit, einfach gar nichts. Das ist nichts anders, wenn man das vergleicht. Ja. Das ist wirklich krass. So, let's go. Zweiter Versuch. Ah, PES heißt nein. Football, jetzt habe ich gelernt. Shit. Das ist. Nein, Gasly ist im Weg. Oh, das sieht gewesen. Angenehm aus auf der Karte. Da hattest du Spaß gerade. Hat's Zeit gekostet. Oh, das ist dumm. Ja, das kann ich meine Runde abbrechen. Also was ist halt echt bitter, wenn die genau vor einem rauskommen immer. Ja, Mann. Da kannst du halt auch nichts machen. Das ist echt sehr bitter. Okay, ich leg trotzdem noch mal einen hinterher. Ich glaube, die Zeit müsste reichen. Für einen dritten Schuss dann noch. Kommt drauf an, ob wir 3 Versuche fahren für einen Softsatz für 9, aber ich glaube schon, oder? 3 Versuche braucht man, denke ich schon. Was soll man denn anders machen in der Karriere? Boah, es gibt so viele Videos mit Alter, da könntest du dir eine Stundenauflistung könnte ich dir da machen, was man da. Es gibt so viele Videos. So viele Ideen. Da muss man nur auf YouTube schauen, ey, das ist so krass, was es da an Vorschlägen gibt. Wo man sagt so, boah geil, ja, das wäre so krass geil. Und die gibt's seit Jahren schon, diese Videos. Das ist nichts Neues. Ja. Aber EA schaut sie sich nicht an. Nee. Das interessiert den Scheiß. Ja. Okay, ich muss mal gucken, ob der Sprit noch reicht für eine weitere, aber müsste gehen. Gut, knapp, aber geht. Oh no. Oh, ich habe einen lila Mittelsektor. Oh. Stark. Ich habe mich direkt wieder in Turn 1 verbremst. Es ist schwierig da. Na, come on, das war okay. Halbe Sekunde nochmal ungefähr. 7. Immerhin. Ja, es muss, glaube ich, auf den 3. Versuch. Bei mir. Außer der letzte Sektor passt jetzt. Nein. Kenny, vielen, vielen Dank für deine 6 Euro. Danke sehr für den Support. Das ist echt cool, wie viele am Start sind. Also das scheint euch auch hier zu gefallen. Alter, das war gefährlich. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das nicht eng wird mit noch einem Versuch. Jetzt Hilfe. Man muss sich schon beeilen jetzt. Ja, es ist super knapp bei uns, glaube ich.
Ah, bist vor mir. Wie knapp. Was bist du gefahren? 30,5. Weiter? 5,1. Ah ja. Ja gut, ich hab 6,04. What? Ah, das wird spannend gleich noch. Na gut, aber ich hab trotzdem die erste Kurve. Hab ich richtig versemmelt. Da wäre noch was gewesen. Aber ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. Bei dir wird's, glaube ich, echt. Ich glaube, bei mir wird's schon kritisch. Ich muss auf jeden Fall direkt raus. Das war dumm. Ich hätte direkt reinfahren sollen. Aber gut, dann hätte ich ja einen frischen Softsatz. Das stimmt, ja. Wie viel das bringt, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob nicht einer fürs Rennen irgendwie reserviert ist. Könnte ich dir gar nicht sagen. Ja, ich werde keine mehr schaffen, das schaffe ich auch gar nicht mehr. Bei dir wird es ganz kritisch, ne? Also ja. Eher nix wahrscheinlich. Ich habe auch keinen Sprit mehr jetzt. Okay. Bestes F1-Game ever. Oh, ich würde sagen 20. Ja, aber ich glaube nur 20, weil da alles so neu war. Weil da alles neu war, genau. Ja. Ansonsten ist 23 wahrscheinlich ähnlich, vielleicht sogar ein bisschen besser, aber es ist halt genau dasselbe in der Karriere. Da fehlt mir so ein bisschen dieser neue Hype irgendwie, den man damals hatte. Kenny, vielen Dank für deine 2,50. Könntest du die andere Spende bitte vorlesen? Ich habe sie für mich gelesen. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. GT3 und Assetto Corsa machen schon Spaß. Ja, wenn man halt GT3 mag. Ich mag es ja nicht so gern. Bin irgendwie Formel. Bin ich einfach. Oh, ich muss raus. Fuck. Ja, fahr. Los. Aber es sind noch ein paar andere in der Box, die keine Runde mehr fahren. Weniger Sprit hätte ich noch machen können. Ja, ein bisschen verkackt jetzt, aber das passt schon. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Unterschied Sprit wirklich macht, ob man dann Kilo weniger hat. Ja. Ob das so simuliert wird in dem Spiel, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht allzu extrem auf jeden Fall. Ja, also ein Kilo ist jetzt nicht so extrem. Ja. Aber im Liga Racing merkt man es dann schon. Okay, ja. Wenn es dann ein paar Kilo zu viel sind. Das ist natürlich so Unterschied von Quali zu Rennen oder so, merkt man dann schon, aber so ganz kleine Mengen weiß ich gar nicht. Ich weiß halt bei Sprit auch im Rennen irgendwie nie. Seit es das nicht mehr gibt. Ach stimmt, das war 2020, noch konntest du noch fett und mager einstellen. Verstehe ich auch nicht, warum die das rausgenommen haben. Allein deshalb ist F1 20 eigentlich besser. Da gab es noch mehr sogar. Noch mehr Feature. Das habe ich echt nie verstanden, warum das auf einmal weg war dann. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, das mit 21 war das dann weg, oder? Oder 22, keine Ahnung. 21 war es weg. Das ist ganz komisch. Ja, also wenn du jetzt noch ein bisschen was rausholst, dann. Wenn, ja. Weiß nicht, wie viel da noch. Ich glaube, Strecke wird schon besser. Aber ich glaube, ich habe den Soft dann. Ich habe den Soft, glaube ich, wenn ich jetzt mit Medium starte, dann im Rennen habe ich den frischen Soft. Das kann einen Unterschied machen, ja. Ich glaube, auf der Strecke sind die Softs auch echt. Also, die halten nicht so super lang. Das war zumindest früher immer so. Dieses Jahr bin ich mir gar nicht sicher. So, schauen wir mal dem Kai hier zu. Gar kein Druck. Jeder schaut auf mich, aber sonst. Alles super, alles schön, entspannt. Schön in die Cambein. Let's go. Leicht gebremst, ordentlich gestaut. Ja, Safety Car ist aktiviert. Rote Flagge auch. Sah gut aus bis jetzt. Das war jetzt ein bisschen schlecht. Sagt das Delta? Ziemlich gleich wie vorhin. Und vor der Haarnadel hatte ich so eine Zehntel, aber die war dann weg. Mal den Helm anschauen.
ist ähnlich wie meiner. Aber nicht ganz genau gleich. Und. Ja, nee, das wird für dich nicht reichen. Bisschen schneller nochmal, aber. Ja. Ja, ein bisschen was weggeschmissen. Ich hatte so ein, zwei Zehntel hatte ich nach dem ersten Sektor. Und dann leider leicht verkackt. Ja, insgesamt sind wir aber nicht so gut, ne? Nicht knapp. Nee, aber. Beide. Ja, kann ja noch besser werden. Das ist echt knapp. Das war knapp. Scheiße. Aber ich wünschte, ich hätte die erste Kurve bekommen. Das war mein einziger Fehler, sonst war die Runde echt top. Meine war auch nicht perfekt, hast du ja gesehen. Aber das ist da immer schwierig, weil da darf man auch diesen Curb nicht treffen. Also da muss man echt. Ja, man neigt auch ein bisschen zu arg spät zu bremsen. Ja, das war ein bisschen. Also bei mir war es zu spät. Aber zu früh ist halt auch kacke. Die muss man echt sehr, sehr genau erwischen. Ansonsten verkackt man die. Ja, Platz 12, 13 ist okay für McLaren. Ja, aber eigentlich für McLaren für diesen Fünfter in der Performance eigentlich. Ja, eigentlich. Ja, fast gleich auf mit Mercedes und so. Das ist schon ein bisschen. Charles Leclerc mit der Pole. Wir kommen im Rennen. George. Rennen machen wir dann das. Weiter geht's. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend, ja. Jetzt wird's richtig verkacken. Oh Gott. Ein paar Pünktchen holen. Das kann was werden. Ja, der muss schon das Ziel sein, ja. Sonst wäre es echt schade. Prediction wird hier geschrieben. Für das Rennen? P7 und P9. Ja, also wenn beide. Das würde beide in die Punkte. Ja, fürs erste Rennen würde ich das nehmen. Das wäre okay. Das wäre doch gut. Also zumindest für McLaren bei, also in Bahrain sind die ja. Ah, da sind wir besser so als gut gewesen. Ja. Ja, wenn man auf die Performance guckt, ist schon ein bisschen. Also dass beide Alphas vor uns sind zum Beispiel in Haas. Ist schon krass. Wo sind die denn in Real Life gelandet? Ganz hinten. 17. Ja, ja. 18. Ja, oder sowas. Ja. Das war gar nichts. Okay, dann weiter zur Session, dann oder? Geht's. Ich gehe noch kurz aufs Klo, bevor wir reinstarten. Ja. Und dann geht's los. Mach das. So. Kann ich Kali Chat bespaßen? Ich kann nur gerade keinen Chat lesen von Kali. Kann da nichts lesen. Wie sieht's mit der Liga eigentlich aus? Habe ich im Moment tatsächlich auf Eis gelegt. Für den Moment, weil einfach die Nachfrage nicht so groß war. So ein paar Handvoll Fahrer waren dabei, die echt gut gewesen wären, so für eine Liga. Aber das Interesse war noch zu gering. Deswegen ist es noch ein bisschen. Vielleicht warten wir einfach noch ein paar Wochen oder Monate. Mal gucken. Die Zeit für Tests und Training ist vorbei. Jetzt wird's ernst. Es heißt alles oder nichts hier beim ersten Rennen der diesjährigen. Wie viel KI auf 100? Können wir anpinnen eigentlich mal. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 anpinnen. Kurven einstellen. 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Linkskurve 10 zum ein oder anderen Bremsarten kommen. Gehen wir die Kurve crazy. Der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Grüß in die Schweiz. Er startet aus der Pole Position und daneben steht Sergio Perez. Im Rest der Start kommen mehr Streams mit Kai. Wir haben mal überlegt, immer donnerstags zu machen, aber mal gucken. Fernando Alonso, der Habicht. Sainz, Bottas, Magnussen, Joe, Albon, Mr. Der Monaco, Habicht. Der Habicht, Stroll, Hülkenberg, Tsunoda, Mr. Monaco und der Habicht. Ocon, Mr. Monaco. Ja. Und ja. Ricardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Seit F1-23 bin ich Mr. Monaco. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Habicht her habe. Ich glaube, das fand ich mal lustig und seitdem. Achso, das ist schon immer. Ja, das echt? War so mein allererstes damals. Ja. Echt? Ach, geil. So. Okay. Außerhalb der Top 10. Let's go. Ich wurde gerade gefragt, wann wir immer machen wollen. Das wissen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Haben wir noch nicht final entschieden. Ja, nee. Aber ich finde donnerstags eigentlich ein guter Termin. Donnerstags wahrscheinlich aber meistens gut, ja.
So, wie viel Sprit braucht man? Okay. Oh, hart medium wird mir vorgeschlagen. Hilfe. Also ich werd medium soft fahren. Ha, auf harten fahre ich niemals los. Die waren ja richtig kacke im Training. Ich war auch mal medium los und also medium soft wird ja wohl gehen. Oder ist das in 35% Rennen nicht so ein Ding? Ja, wobei ich weiß nicht, wie stark das Auto am Anfang ist, ob dann die Reifen auch so kacke sind. Also in der My Team war. Ich muss die Strategie noch. Also du fährst auf Mediums los, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dann fahre ich mal auf Softs los und mal gucken. Nicht, dass wir uns dann beim Stop auch im Weg stehen. Ja, das sollte gut sein. Das ist eine gute Idee. Du hast keine frischen mehr, oder? Nee, die sind gebraucht. Wenn ich die Soft im zweiten Stint fahre, dann kriege ich die neuen nämlich. Mhm. Deswegen mache ich das so. Dann werden die neuen reingeballert. Okay, Einführungsrunde haben wir ja an. Stimmt, die ist an. Ja, dann geht's ja jetzt eben. Genau, dann können wir einmal kurz zum Start fahren. Okay. Bin ready. Du auch? Ja, ich bin schon drin. Oh, du bist der Einzige auf Mediums anscheinend. Ja, oh Scheiße. Viel Spaß. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Das eine gute Entscheidung war. Weiß ich auch nicht. Also am Ende hast du es dann halt gut, ne? Ich sollte halt nicht crashen. Ja, das stimmt. Direkt. Das wär ganz schlecht. Oder ein Safety Car relativ früh. Wäre für dich auch nichts. Ja. Ich find's komisch. Guck mal, mir wurde Hard Medium vorgeschlagen. Die starten auf Softs alle. Auf Hards hätte man hier ja gar nichts gemacht jetzt. Das wäre ja ganz komplett. Es kommt jetzt halt drauf an, ob die KI jetzt immer noch am Start der Saison so viel besser mit den Reifen umgehen kann. Das war bei mir oft das Problem. Boah, das können die eigentlich schon, ja. Ja, doch. Vor allem, wenn man da noch keine Upgrades hat, dann sind die da schon sehr stark immer. Dive Bomb Turn 1. Ja, schauen wir mal. Direkt zerstören das Auto. Ja, das wär's nicht. Ja, ich hoffe schon, dass wir eine bisschen bessere Pace haben als im Quali gerade. Also ehrlich gesagt, Top 10 hätte ich schon angepeilt für beide. Meine ist meistens auch besser, aber ich weiß nicht, ob das an der KI liegt oder daran, dass die wirklich besser ist. Da bin ich mir nicht sicher. So. Bin ich mal gespannt, wie ich da jetzt gleich wegkomme. Ich auch, ja. Ja, du bist immerhin innen dann für Kurve 1. Das kann hier ganz gut sein. Oh, ich weiß gerade nicht, ob ich mein Kupplungspedal eingestellt habe. Das muss ich gerade gucken. Oh mein Gott, es kann sein, dass ich einen schlechten Start habe oder erstmal gar nicht wegkomme. Hast du das am Pedal, echt? Ich habe das an meinem Lenkrad, muss ich so Rädchen für die Kupplung einstellen. Oh. Ich habe gerade keinen Renningenieur, der mir sagt, ob ich die Kupplung drin habe. Clutchpoint, okay, ja, jetzt habe ich Clutch drin, glaube ich. Ich hoffe es einfach. So was, Clutchpoint, sowas sagen die einem. Ja. Nicht schlecht. Also mein Lenkrad sagt es mir. Ach so, ja, ich dachte schon im Spiel. Ich hoffe, dass die Kupplung jetzt aktiviert ist. Dass ich muss einfach nur die Kupplung loslassen, das ist ja eigentlich nur der Witz da dran. Okay. Viel Glück. Let's go. Oh nein! Gut. Bist du jetzt weg? Gekommen? Jetzt bin ich weg, ja. Okay, war doch nicht drin. Oh, geht weg von mir! Ach nö! Ey, KI, Mann! Was ist denn mit euch? Ja, die sind manchmal so blöd, das ist wirklich nicht normal. Alter, was war das denn? Ja, die verhaken sich dann so mit einem und dann lenken die weiter in einen rein. Das ist ganz schlimm. Wir hatten ja beide einen super Start in die Saison. Fantastisch, meiner war eigentlich echt gut. Ich wäre so 7., 8. gewesen. Aber die sind halt bescheuert ohne Ende. Das ist ja toll. So viel zur Kupplung. Das ist einfach nur eine Scheiß-Taste, die man loslassen muss. Und Gasly ist auf Haken, lol.
Four wide, ja stimmt, ich hatte da auch drei neben. Wir waren zu viert nebeneinander in der ersten Kurve. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Boah, zum Glück warst du nicht hinter mir am Start. Wärst mir hinten drauf gefahren, irgendjemand ist richtig hinten drauf geballert. Irgendein Aston Martin, wahrscheinlich Stroll oder so. Wahrscheinlich Stroll, ja. Der ist richtig drauf geballert. Habe ich einen Schaden am Auto? Nee, habe ich nicht. Erstmal irgendwie wieder reinkommen, oh Gott. Gasly hart. Geht auf jeden Fall gut los fürs Team. Das ist top. Presse schreibt direkt. Was ein mieser Schnarch für McLaren. Das ist ja wie in Real Life. Patrick möchte frei fahren. Ja. Das wird's sein. Boah, aber die Mediums sind halt auch echt langsamer. Was macht der denn? Deutlich langsamer. Gasly, der will mit den Harten schon an mir vorbeiziehen. Gut, aber ich habe auch echt ordentlich zu viel Sprit mitgenommen. Boah, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt plus eine Runde. Ja, ich habe plus zwei. Achso. Ich war mir nicht sicher, wie das ist mit dem McLaren. Ja, ich eben auch nicht. Am Anfang der Saison ist es manchmal besser zu viel mal wieder, Chat, oder? Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass Sprit ausgeht. Kommst du da weg von dem Aston? Ja, oder? Ja, sieht so aus, ja. Der ist jetzt erst vorbei an Bottas, deswegen weiß ich es nicht. Das ist ähnlich, was Stroll immer so weit hinten macht, auch hier in-game. Das Auto ist echt gut eigentlich. Am Anfang der Saison haben wir ihn noch gelobt. Ja, stimmt. Aber da sah es ja auch echt gut aus. Er hat gefühlt mit gebrochenen Händen sein bestes Rennen in der Saison gemacht, sein bestes Ergebnis. Da war der ja Sechster oder so, glaube ich, in Bahrain. Ja, ich glaube, oder nicht Fünfter sogar, irgendwie so. Also richtig gut auf jeden Fall. Und da, der war verletzt auch noch. Oh, ich bin richtig langsam, ey, Hilfe. Hast du irgendwie Unterbodenschaden oder sowas bekommen? Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. Das ist zumindest nicht aufgeleuchtet. Nein, nee, nee, da ist nichts. Warum ist denn der Gasly so schnell mit seinen blöden Hartreifen? Die sind richtig schnell allgemein. Die in Bahrain schneller eventuell vielleicht. Warum macht ihr keinen neuen Kanal und streamt dort beide Perspektiven? Okay. Weil neuer Kanal keine Zuschauer erstmal hat und das wahrscheinlich niemand mitbekommen würde. Das wäre ganz wild für ein Projekt erstmal einen neuen Kanal machen. Ja. Auf Twitch wäre es vielleicht eine ganz coole Sache, wenn das geht, aber... Das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll. Aber ich glaube, die meisten können auch einfach zwei YouTube-Streams laufen lassen. Ich denke, das passt. Oh, Mercedes ist weg. Oh, oh. Motorschaden wahrscheinlich oder sowas. Oh, Gasly geht jetzt vorbei. Ah, bei mir jetzt Stroll. Aber wir sind echt scheiße mit dem McLaren gerade irgendwie. Ich bin richtig langsam, ich weiß auch nicht warum. Da bin ich wahrscheinlich mit meinem Medium noch ganz okay dran. Jawohl, der ist auch mit Harten an dir vorbei, ne? Das sollte eigentlich nicht sein. Was machen wir denn falsch? Ja, die sind generell auf allen Reifen setzen halt ultra schnell. Ich hätte ja so geflucht, wenn ich jetzt irgendwie einen Heckflügelschaden oder einen Unterbodenschaden bekommen hätte, nur weil ich beim Start nicht losgekommen bin. Oh, das wäre bitter gewesen. Das ist nur eine scheiß Einstellung auf dem Lenkrad, ob man das Kupplungspedal benutzen will oder nicht. Ah, ja. Und ich hab da halt meinen Start draufgelegt, dass ich die einmal loslassen muss. Und wenn die halt nicht aktiviert ist, dann komme ich halt nicht weg. Ja, scheiße. Und ich weiß nicht, welche Position mein Schalter haben muss. Ach so, deswegen. Ja. Ja. Aber jetzt hast du es ja drin dann fürs nächste, ne? Ja, genau. Der ist jetzt drin.
Einmal Renningenieur braucht man. Einmal wäre sowas gut gewesen jetzt. Dass Jeff das sagt. Ah, den kannst du in die Tonne treten, den Typ. Das bringt gar nichts, was der da labert meistens. Oh, echt schwer Gasly zu folgen. Er ist schon raus aus dem DRS. Und das mit Hart, mit seinem Alpine. Vielleicht hat man doch einen Alpine. Was machen wir denn? Es ist wie in Real Life. War wirklich, aber so sollte es nicht vielleicht sein. Vielleicht hätten wir auch Alpine fahren sollen. Vielleicht am Ende der Saison stehen wir dann richtig gut da und denken uns so, jo, zum Glück. Die Alpines sind beide vor uns, ne? Ah ne, einer, Ocon ist noch hinten. Aber trotzdem. Ich habe jetzt alles ERS verbraucht, habe kein ERS mehr, um da dran zu bleiben. Ich bin immerhin halbwegs an Stroll dran geblieben bis jetzt, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Weiß ich nicht, irgendwie. Es kommt mir nicht so vor, als würde ich schlecht fahren, das ist eigentlich ganz okay. Nee, also wir sind, denke ich, schon okay unterwegs. Die KI ist nur recht flott. Klar, wir fahren Standard-Setups, aber das sollte es auch nicht das Problem sein. Gasly hat unter Geld überholt. Die dürfen das. Die können das machen, ja. Seid nicht so streng mit ihm. So, wann ist eigentlich Boxenstopp bei mir geplant? Muss gleich mal schauen. Runde 11. Bei dir, wann kommst du rein? Ich habe jetzt 9, aber das habe ich mir so selber eingestellt, also okay. Wie ich will wahrscheinlich. Aber mit Punkten sieht es eh schwierig aus, wenn es nicht irgendwie einen Safety Car gibt. Ja gut, du kannst mit Softs vielleicht noch was machen dann. Ja, das Problem ist, dass die anderen zu weit weg sind im Moment. Also Gasly ist der Einzige, den man vielleicht kriegen könnte. Wobei Magnussen noch. Magnussen auf der 10 vielleicht noch. Ah, oh ah, nein! Ah. Scheiße. Es wird immer besser. Jo. Den hätte ich mal lieber im Training gemacht, so wie du. Ich habe den früh aus dem Weg geräumt. Oh, ja, jetzt wird's schwer mit Punkten. Jetzt wird's ganz schwer. Jetzt wird's heftig. Ja, jetzt zumindest wieder DRS. Die sind ja alle hinter mir. Die könnten alle schneller wahrscheinlich, das ist schon sehr kacke. Ist die KI etwa nicht genauso schnell wie im Qualifying im Rennen, in diesem Spiel? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, die ist ja super ausgeglichen sonst immer. Das kann ja gar nicht sein. Weil Quali ging ja echt gut klar, oder? Da hätten wir ja sogar noch mehr rausholen können eventuell. Naja. Hier, das kannst du voll vergessen. Also, das ist ja gar nichts. Profi-Rennfahrer, ja, sind wir. Auf jeden Fall. Habt ihr es nicht mitbekommen? Beide Profi-Rennfahrer. Ich werde hier von Bottas überholt, als wäre der in einem Red Bull. Geht gar nichts. Katastrophe. Gerade mit dem Kumpel gewettet, dass er punkten, ja. Ich glaube. Vielleicht funktioniert der McLaren auch einfach hier nicht so gut. Aber ich habe trotzdem Angst vor Cheddar. Habe ich richtig Schiss. Aber ich mag die eigentlich immer. Weiß nicht, wie das jetzt hier wird, aber in der Karriere finde ich die immer cool. Ja, ich hau mich da regelmäßig in die Wand rein. So, jetzt will ich endlich mal wieder so ein bisschen auf Touren hier. Oh, nee, bei mir ist irgendwie ist auch nicht. Oh, die Reifen sind auch mittlerweile bei 40% schon bei mir. Das kommt auch noch dazu. Ah, vielleicht doch früher reinkommen. Ich schließe jetzt auf. Achtung. Ja, vielleicht komme ich echt am Ende der Runde schon oder so. Wie sind deine?
Ich habe 23%, also ich fahre noch ein Weilchen. Also jetzt 26. Ich könnte schon jetzt auf die, ne? Das sollte gehen. Ja, ja. Runden. Locker. Ja, ja, komm. Die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann fahr die gleich rein, bevor wir uns da im Weg stehen irgendwie. Ich nehme noch das DRS von Tsunoda mit. Eieieiei, was für ein Stint. Junge, das Auto ist aber nicht mal mit DRS schnell. Das ist gar nicht schnell. Nie. Weißt du, ich hatte einen guten Start und dann gab es die Kollision und seitdem geht es ja nur nach hinten. Das ist echt ganz schlecht. Ich glaube, der Schein in der Entwicklung trügt uns. Ja, vielleicht. Also ja. Von jedem fünftstärkstes Team am Anfang. Wahrscheinlich in der Strapazierfähigkeit. Wahrscheinlich in der Strapazierfähigkeit fünftstärkstes Team. Ja, Monaco ist nicht im Kalender, Leute. Also Cheddar habe ich am meisten Schiss eigentlich. Aber Monaco hätte ich gar nicht mal so viel Schiss vor. Ich auch nicht, ne? Aber Monaco wäre langweilig. Hm. Wahrscheinlich. Passiert ja meistens gar nichts. Obwohl, hier passiert jetzt gerade auch nichts. Nichts Gutes zumindest. Ja, aber jetzt hast du freie Fahrt. Muss nichts verteidigen oder so. Ja, jetzt immerhin mal. Baller mal ein paar Runden. Ich hänge halt jetzt immer noch hinter dem Tsunoda. Und komm da irgendwie nicht vorbei. Chat, die Prediction war sehr scheiße. War echt nicht gut von euch. Top 10 beide? Ja. Ja, nee. Also, wenn das doch passiert, dann. Huh. Das wäre ein gutes Comeback. Ja, mit Safety Car vielleicht. Vielleicht. Ja. Also für mich wäre ein Safety Car jetzt Katastrophe. Ja. Bei dir vielleicht, ja, dann wärst du dran an denen immerhin mit Softs. Das könnte dann helfen. Gut, also im Moment mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Bin jetzt deutlich langsamer als Tsunoda mit den Soft-Reifen. Mal gucken, wie es dann auf den Soft geht. Aber bei dir war es jetzt auch nicht so sonderlich mit dem Soft. Das war gar nichts, ne. Oh mein Gott, was hab ich denn für eine Bremse? Nicht P1 und P2, sondern sie machen ein oder zwei Punkte, vielleicht. Wenn überhaupt. Das wäre schon was. Das ist eigentlich komisch. Wir haben ja auf 100er KI getestet und das hat ganz gut geklappt, ne? Ja. Das war jetzt auch keine lange. Ich glaube, der McLaren ist einfach scheiße hier. Den haben die hier gut umgesetzt, dass der hier auf der Strecke einfach nicht funktioniert. Wahrscheinlich, ja. Dann wird Jeddah gleich aber auch nicht besser. Ich glaube, da waren die auch nicht so toll. Dann unsere ersten Rennen so richtig Grütze. Okay, ich habe jetzt 30% auf den Reifen. Okay. Geht, glaube ich, Runde 11 dann. Ja, ja, okay, Tsunoda geht auch rein. Ja, okay. Gehen die auf Mediums? Ja, oder? Ja. Bottas hier ist auf harten. Okay. Komisch. Also ich kann auf jeden Fall mit der Karre noch nicht so Gas geben und bremsen, wie ich es so gewohnt bin. Mhm. Fährt sich allgemein okay, aber so in den Kurven raus beschleunigen und bremsen ist echt. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich finde, es fühlt sich nicht so schlecht an, wie es ist. Das kommt mir vor, als wäre das relativ schnell, was ich hier mache, aber offensichtlich ist das auf gar keinen Fall. Magnus ist auch auf harten übrigens. Komisch. Keine Ahnung, was die vorhaben. Ich glaube, ich werde dann gleich von Logan Sargent überholt. Oh nein. Er ist jetzt gleich im DRS. Das ist drin. Traurig. Ach, wobei. Dann drücken wir nochmal raus aus dem DRS. Er kämpft jetzt gegen Hamilton. Ja, okay, Hamilton ist vorbei.
Ja, ich gehe jetzt dann die Runde. Auf die neuen Softreifen. Stimmt, das ist doch neue. Ja. Ah, das könnte echt ganz geil sein. We are leading the race. We are leading the race. Ah, doch nicht ganz. Perez ist noch draußen. Stimmt, Perez führt. Ende gewinnt das hier Perez. Okay, Hamilton wird kein ungeduldig. Kein DRS auf den. Kann das denn sein? Oh, crazy. Hamilton außenrum vorbei. Vor der engen Links. Wie Alonso. Stimmt. Zieht einfach direkt weg. Gut, aber meine Reifen sind tot, echt. Ich würde nicht zu früh auf die Softs. Also gut, ich hatte auch gebrauchte, aber die waren nach 7 Runden schon bei echt? Über 40. Aber ich habe halt neue. Ich habe halt neue. Ja, das ist der Unterschied, ja. Ich gehe jetzt gleich rein, die werden es schon bringen. Box, Box. Nein, wir warten nicht eine Runde. Wir gehen jetzt. Das ist wirklich zum Kotzen. Ich komme nicht mal an die mit harten Reifen so richtig ran. Das kann doch nicht sein. Das war sehr spannend. Den Weg vor Bahnen. Was ist deine Bestzeit? 33,8. Ich fahre jetzt, glaube ich, eine neue 34,2. Ja, ist auch kacke. Okay, du bist jetzt vorbei gekommen. Oh mein Gott. Ende des Feldes gefühlt. Oh nein. Ja, Undercuts sind halt immer sehr stark in dem Spiel. So, ich habe auch ein bisschen was gut gemacht durch meinen früheren Stop, aber es geht jetzt auch wieder nach hinten langsam. Ja, mal gucken, wie die Softs sind, die neuen. Ich habe auch keine Chance zu verteidigen, wenn die ankommen mit DRS. Ja, die schießen da alle vorbei. Keine Chance. Bin eigentlich schon fast zu spät rein. Vom Gefühl her. Ja, aber länger mit Softs wäre, glaube ich, schwierig geworden. Da hättest du Probleme gehabt dann am Ende. Welche Position bist du jetzt gerade? 14. Oh, stark. Ein Pünktchen wäre das. 14. Nicht 10. Ach, 14. Ich habe verstanden. 10. 10. wäre sehr schön. Da wäre ich glücklicher. Tom, da vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Podium. Vielen, vielen Dank. Oh, wir müssen echt am Auto noch arbeiten, ey. Oder an uns. Das Auto sollte eigentlich gut sein. Oder einfach nicht drehen und nicht crashen, das wäre cool. Das und gut losfahren. Das wäre auch ein Anfang. Einfach losfahren am Start. Das würde helfen. Ja, ich glaube, ohne meinem Startding wäre ich jetzt nah dran an Punkten, so relativ. Das hat schon eine Menge gekostet. Und du, wenn du losgekommen wärst, ja. Aber wir haben es schon auch nicht perfekt gemacht hier, das muss man auch dazu sagen. Wäre das alles glatt gelaufen, dann würde es anders aussehen. In Jeddah dann. Jeddah, Doppelsieg. Ja, genau. Ich komme nicht ran an Sargent. Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Mit Softreifen. Mit neuen Softreifen. Das ist ja tragisch. Wir sind auf den Geraden langsam, oder? Ich mach da ja, gar kann nichts. Sein. Ich werde überholt ganz easy und selber überholen kann man vergessen. Das ist wie MyTeam fühlt sich das gerade an, so am Start der Saison. Ja, das ist so ein erstes MyTeam-Rennen, ja. Ja. Ja, die Performance passt halt nicht dazu. Das ist das Traurige. Perez wird das gewinnen heute. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Perez ist eh saustark in dem Spiel. Da gefühlt haben die irgendwie die KI von Perez und Verstappen vertauscht. Ein Controller, der längst gegen die Wand.
Ich kann das Lenkrad leider nicht wegschmeißen. Bei mir ist Perez in 3 Saisons 2-mal Weltmeister geworden. Und Verstappen macht da gar nichts meistens. Ach komm schon, 1,4 Sekunden noch auf Sargent. Bald haben wir ihn. Bald haben wir P17. Ey, Opa Hans, danke für deine Mitgliedschaft seit 20 Monaten. Vielen, vielen Dank. Sargent halt Goat, schreibt er. Ja, das sowieso, ne? Du kennst Alter, da musst du auch ein bisschen bescheiden bleiben. So ein Sargent, das ist halt ein guter Fahrer, ne? Da kommst du nicht so einfach vorbei. Ja. Ey, der hat schon wieder 1,6 Sekunden, ey. Ey, Keule, vielen Dank auch an dich. Krass wäre es natürlich, wenn jetzt Cheddar so komplett anders laufen würde. So beide Platz 5, Platz 6 oder so. Wer weiß. Also Bahrain ist jetzt auch nicht so meine allerbeste Strecke. Das ist die letzte Ausrede, die ich habe. Nee, Bahrain ist bei mir schon gut eigentlich. Ich habe nur am Start verkackt und dann in der Rechtskurve. Aber ich komme halt auch wirklich gerade nicht an dem Williams vorbei. Das ist halt das. Wir haben einen Fehler gemacht, aber es ist ja auch jetzt nicht schnell. Ja, also die neuen Softs sind nicht schneller. Harte scheinen hier echt irgendwie gut zu sein. Oder wir sind einfach langsam, keine Ahnung. Weil die fahren mir hier auf Harten sowas von weg. Komm schon, DRS. Jawohl, jetzt bald haben wir. Bald haben wir den Sergeant. Oh Gott. So. Den ERS noch sparen und dann zack, vorbei. Also. Ist vorbei. Fast. Ja. Oh. Wow, ich habe Williams überholt. Hey. Und einen Heckflügelschaden habe ich. Ein Heckflügelproblem. Er ist rot oder er ist orange. Das ist DRS. Hast du entweder kein DRS oder das ist offen. Ja. Ja, er hat gerade gesagt, kein DRS mehr. Ja, das ist die bessere Variante. Freut mich jetzt. Variante. Cool. Das freut mich. Ja, es kommt immer zu einem Zeitpunkt, zu dem man es gar nicht gebrauchen kann. Nie, wenn man mal alleine rumfährt. Das ist typisch. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Das kannst du vergessen. Hey, ich überhole auch jemanden zurück, der mich gerade überholt hat. Das ist, glaube ich, mein erstes Überholmanöver in dem Rennen. Oh Gott. Das ist nicht schön. So, Con kriegen wir auch ohne DRS. Das geht auch so. Das wird zwischen uns noch knapp, glaube ich, oder? Das könnte so, sein, ja. Aussieht. Kommt drauf an, wie gut die Softs bleiben bis zum Schluss. Der Motor klingt wie ein Sack Schrauben. Klingen die nicht alle so? Obwohl ich finde der Honda, also beziehungsweise Red Bull, der klingt ganz gut eigentlich. Finde ich am besten. Aber also wirklich geil sind die alle nicht. Aber das ist doch der gleiche Mercedes-Motor, wie ich sonst auch immer habe. Also der klingt ja genau gleich. Mercedes-Motor. Ja. Ist ja der gleiche Motor. Komm, DRS, wir brauchen DRS jetzt. Nicht, dass Ocon jetzt gleich DRS hat gegen Tsunoda. Ja, komm, okay, da so geht doch jetzt was. Ahead, 2.3 seconds.
Müsste der viereckige Reifen haben. Qualmt's bei dir auch immer so? Ja, also vor mir war es dann dauernd. Ach so, das ist dann mein Qualm dann halt. Der ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht dann die Dings ausstellen, wieder diese Partikel ausstellen. Vielleicht. Ja, dann hast du den von mir jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Du verbremst dich da immer die ganze Zeit. Ja, mach ich aber gar nicht. Ja, eben. Also die brauchen echt lang, um das DRS zu fixen. Mhm. Hast du ohne DRS überholt dann? Ja. Nicht schlecht. Das ging. Aber ich habe halt gefühlt alles an DRS gebraucht. Na, ich bin da auch am Limit. Die ganze Zeit schon. Ja, ich glaube, Tsunoda wird dich jetzt snacken. Der hatte mich auch schon mal kurz, ja. Dann konnte ich nochmal kontern. Oh, beinahe noch in die Boxenmauer rein. Hey. Die lenken so in einen rein in dieser Kurve, das ist ganz komisch, wenn die da außen sind. Das ist dasselbe wie am Start. Ich schau da mal zu. Oh! Oh nein! Eieiei, das war spät. Hallo. Oh, Tsunoda! Was macht er denn für Sachen? Tja, also keine Punkte, Rise 1. Können wir uns jetzt schon verabschieden. Bringt auch nichts mehr, wenn ich dich vorbeilasse, oder? Nee, fahr mal einfach weiter. Also ich habe jetzt schon 30% wieder drauf, also da geht jetzt auch nicht mehr so viel. Ja, ich brauche über 30 schon wieder. Das war gar nicht. Da müsste ich ja nochmal 3 Positionen machen, um einen Punkt zu kriegen. Ja, und da sind nur Bottas und Magnussen noch halbwegs erreichbar vielleicht. Beim DRS geht ja immer noch nicht. Das ist echt kacke, wie lange die da brauchen. Seit 5 Runden oder so. Oh, aber come on, Auto. Aber es ist cool, euch zuzuschauen hier. Also ich mache jetzt einfach die TV-Cam so vor euch. Kamerawagen. Ja, ich roll den Kamerawagen hinter euch her. Bis der Kamerawagen hinten reinfährt. Wären schon keine Punkte, ist Racing gut, das stimmt. Oh, der Tsunoda haut sich beinahe die Karre weg. Eieiei. Das sah wild aus. Ich lade jetzt erstmal meinen RS wieder auf komplett voll. Dass da ein bisschen was geht. Dann kommen wir vielleicht, wenn wir Glück haben, noch beide an Tsunoda vorbei nächste Runde. Das wäre was, ja. Das wäre das Maximum, auf jeden Fall. Das wäre ja mal krass. Ah, der RS geht wieder. Beide Top 15, das wäre ja der Wahnsinn. Kamerakind. Der RS ist wieder online. Da ist der am Rumrutschen, das ist ja nicht normal. Yuki. Drei Leute wie ein Weihnachtsbaum. Ich habe 9% ERS, ja super. Ah, ich habe jetzt gleich 50. Ah, dann bist du gleich 14. wahrscheinlich. Und ich nicht. So. Aber Tsunoda bekomme ich hier, glaube ich. Wie es aussieht. The final lap. Keep your concentration. Klar doch. Crazy. Ja, gutes Racing ist es. Ja, jetzt gegen Ende war es schon geil. Ich glaube, jetzt kassierst du mich noch ein.
Ja, mit DRS vielleicht, wahrscheinlich. Dieses ERS lädt sich auch kaum auf an so einem nicht geupgradeten Auto. Das ist ja katastrophal. Ja. Wenn man da einmal zu viel wegballert, das kriegst du nicht so schnell wieder. Ah, oh, es ist gut rausgekommen hier auf der Kurve. Das war jetzt okay, ja. Hast aber ein bisschen spät gebremst auch, ne? Er blinkt. Ah, schaff ich nicht mehr. Ja, ich blink die ganze Zeit schon, glaube ich. Ab wann blinkt das? Bei ab 15, oder? Kann das sein? Ja, 10 oder 15, bin mir nicht ganz sicher. Cool, Platz 14 und 15. Außer Tsunoda kommt da von hinten nochmal angerast. Ja, oder es gibt noch ein Desaster hier, wer weiß. Das wäre auch noch was. Oh, der kommt recht. Mit viel Speed kommt er da hinten an. So, alles ERS rauspulvern jetzt. Puh. Aber hey, fast ein Fotofinish. Was? Das war echt knapp, ja. Ja, schade. Ich bin gespannt, was möglich gewesen wäre, wenn wir beide keine Fehler gemacht hätten. Ja, dann wäre ich mal losgefahren, wäre vielleicht. Ein bisschen mehr, ja. Weil die beiden vor uns waren jetzt gar nicht mehr so weit weg am Ende. Das ging schon noch. Naja. Patrick riskiert heute nichts, ja, mit dem Auto. Da gab es nichts zu riskieren. Da gab es echt nichts zu riskieren, also boah, beim Rausbeschleunigen kommt fast das Heck. Ja. Anbremsen ist voll schwer. Also da war das Qualifying eigentlich noch sehr stark dagegen. Irgendwie schon, also im Qualifying dachte ich echt, Punkte sind gut machbar, aber gut, wir hatten halt auch kein cleanes Rennen. Das kommt dazu. Ab 10%, okay, ab 10% blinkt's. Na gut. Gut zu wissen, eigentlich. Wusste ich jetzt auch nicht. Aber die schnellste Runde, aber auch 34.1 bei mir. Und du warst. Okay, deine war besser mit den Softs dann noch. Meine ist ja ganz scheiße, das ist ja die langsamste. Oh Gott. Was bin ich denn gefahren? Du hast eine 32.9. 32.9, vorne 32.3. Du warst echt nicht weit weg von der besten. Also ich hatte halt die neuen Soft, aber eigentlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich so schnell war. Also ich war ja langsam. War komplett kacke. Einzige 34er Zeit im Feld. Weg hier, ganz schnell weg hier. Das will ich mir gar nicht länger angucken, das Ergebnis. Ja, mal schauen, ob es besser wird. Schauen wir mal. Nächstes Wüstenrennen. Viel schlimmer geht fast nicht. Perez also, mit Sieg, ja. Gut. Geht immer schlimmer, aber das war schon sehr schwach. Mhm. Ja, wir haben auch recht ordentlich verkackt. Wobei, deins war ja, die sind ja nicht reingefahren. So, eigentlich hast du ich weiß, Fehler gemacht. Das war so bei, ja, so 50-50 ja, wahrscheinlich. Ich hab zu viel Fehler reingebaut. Ja. Okay, dann. Da kommen ein paar Upgrades jetzt noch an, wenn es gut läuft. Triebwerksabteilungsevent. Ach, das habe ich gar nicht. Das muss man machen anscheinend. Wohltätige Organisation hat nachgefragt, ob du sie als Gesicht für ihre neue Kampagne unterstützen. Das ist auch so Schwachsinn, diese Aktivität oder Events. Ablehnen, akzeptieren. Ah, wie du willst. Naja, akzeptieren wir auch. Die sind echt immer schwachsinnig, das ist irgendwie so auf Krampf wollten die da noch irgendwas. Ja, irgendwas Neues einbauen so. Irgendwas einbauen, aber das ist so unnötig. Okay, wir haben aber nur 500. Ich würde die Upgrades abwarten, nicht, dass da was fehlschlägt. Ja, stimmt, dann spule ich mal. Genau. Das wäre wichtig, dass wir uns das dann wiederholen können. Wieder zweimal zwei an einem Tag, das ist echt immer gefährlich. Warum auch immer. So, immer gespannt. Ressourcen. Oh, Triebwerksabteilung. Jetzt kommt es bei dir auch noch. Jetzt kriegen wir Anerkennung. Ach so, das kam jetzt bei mir nicht. Auch hast. Oh, ja. Ich spule jetzt, nee, das kam bei mir nicht. So, Kabelbaum, Zündkerze. Ja. Come on, bitte. Bitte funktioniert das wenigstens. Ja. Ja. Kommen die nächsten auch noch. Hey, ja. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, da haben wir jetzt einen Sprung gemacht. Ja, ja. Guck, wir haben ja vor uns. Oh Gott, ey. Also, puh. Jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Das Auto ist echt ordentlich, Mann. Eigentlich schon. Gott. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Ah. Okay, 900 Punkte. Ich kann mal gucken. Chassis, Schleifblock. Neue Upgrades freigeschaltet. Oh, dieser Schleifblock sieht so schön aus, oder? Der ist so. Ja, der sieht schön aus eigentlich. So einsam da. Ja, der sieht schön aus. Den nehmen wir, oder? Ja, würde ich machen. 19%. Ja, dann sind wir fertig schon. Okay. Oder? Dann ja, zum Rennen mehr geht nicht, ne? Oh. Ich hab ein bisschen Bammel vor der Strecke. Zum Rennwochenende.
Oh, das wird wieder so ein riesen Highspeed-Krampf, 10 Runden lang. Wie viele Runden sind es? 20 Runden lang? Viele, ja. Oh. Hier wird es ganz schwierig zu reden auch. Das finde ich in Jedi immer ganz kritisch. Ja. Wie viele? 18 Runden. Okay, ja, ist lang genug. So, dann muss ich jetzt zur nächsten Session klicken. Genau, und dann schnell das direkt, ne? Genau. Perfekt. Ah. Ich glaube, jetzt kriegen wir es auch hin, hier alle Ressourcenpunkte mitzunehmen, weil uns nicht ein Training fehlt. Das war ja vorhin das Problem. Jetzt haben wir ja alle drei. Ist noch ein Rennen? Ja, wir machen noch zwei Rennen, so wie der Plan. Jetzt fehlen dir 10 Sekunden. Oh, super. Ja, das sind halt echt kurze. Also mega kurz. Also eine halbe Stunde ist schon wenig. Da kriegt man drei Sachen hin, wenn es gut läuft. Ja. Mehr auch nicht. Kupplung ist drin, Leute. Kupplung ist jetzt richtig eingestellt. Jo, okay, erstes Training vorbei. Jetzt haben wir schon ein bisschen Pressure gleich. Ja. Das jetzt nochmal kacke wird. Ich war auch so dumm. Ich war auch so dumm mit der Kupplung, weil bei iRacing habe ich da eine andere Funktion halt drin. Mhm. Und die muss ich für F1 immer umstellen. Und ich wusste eben vor dem Start nicht, ob ich es umgestellt habe. Ja, das ist bitter. Ja, ich dachte noch, aber. Ja, du hast da viel verloren am Start, ne? Ja. Und trotzdem warst du danach vor mir nach Kurve 1. Ja, aber nur wegen dem Crash davon. Ja, klar, aber das sagt auch einiges über unsere Starts aus. Das war nicht so toll. Make McLaren great again. Ja, aktuell sind die greater in echt als wir hier gerade. Aber. Bastelt eure Setups selbst. Ja, ich hätte ja theoretisch Setups, aber wir haben gesagt, wir machen einfach den Ballon ohne durch. Ich habe keine. Der Karriereprofi hat keine. Ja, also so für ein paar Strecken habe ich echt gute Setups, für ein paar sind sie eher nicht so. Also das so Time-Trial-Dinger, oder? Nee, auch angepasst. Je nachdem, wenn ich mal Liga-Rennen hatte, dann sind die schon ein bisschen angepasst. Auf 100% Rennen halt meistens. Ich will immer auf Training 3 klicken. Da muss aber weiter zur nächsten Session klicken. Mehr als eine Saison, so mal schauen. Je nachdem, was McLaren jetzt hier für Fortschritte macht. Dass wir dann beide kündigen hier, wenn hier nichts geht mit dem Auto. So viel Besseres gibt's nicht gerade. Ja, stell mir mal vor, wir wären jetzt in einem, keine Ahnung, Haas oder so. Oder wie gut ist Haas? Da wäre es wahrscheinlich ähnlich gelaufen sogar. Wahrscheinlich wäre es dann komplett katastrophal gewesen, das erste Rennen. So sind wir ja noch irgendwie mitgefahren. Zumindest nicht da, wo wir sollten, aber. Naja, die KI ist auf 100. 100, das hat auch eigentlich gut gepasst. Ja, das war im Rennen gerade aber auch wirklich besonders komisch. Beim Qualifying waren wir ja gut dabei. Das war ja nicht so, als wären wir letzter, vorletzter gewesen, hoffnungslos. So hat sich's aber teilweise im Rennen angefühlt, dann im ersten Stint vor allem bei mir. Da ging ja gar nichts. Das war echt seltsam. Ja, Handschuhe kommen wieder an, ja. Die kommen wieder drauf. So, wieder Punkte aufteilen. Gleich wieder reinballern, oder? Ach ja, klar, ja. Leichtes Cockpit hätten wir hier noch. Oder sollen wir mal Reifenheizdecken vielleicht machen? Die hatte ich ja auch gerade. Ich weiß nicht, ob es geht. Doch, für 600. Geht, ja. Ja, dann geht, das machen wir, oder? Das ist auch reduziert, ne? Das wäre gut. So, dann hätten wir noch leichtes Cockpit noch für 800. Oder Motorleistung nochmal? Aerodynamik oder Motor. Reicht das noch? Heckflügel hätten wir auch noch. Das aktualisiert sich immer nicht, die Punkte. Also Zündanlage reicht nicht. Nee, Motor können wir nicht machen. Oder macht die Aero vielleicht, das Heckflügel-Ding. Heckflügel? Beamflügel, ja. Ja, okay. Krass, jetzt sind wir Platz 2. So schnell geht's. Das heißt eigentlich easy Top 10, ne, mit beiden. Kommt die Entwicklungen kommen ja erst später. Also im Moment sind wir Platz 3. Wenn du mal guckst, wie weit die hinteren 5 Teams weg sind, eigentlich von den vorderen 5, dann sollte eigentlich Top 10 müssten wir schon, jetzt Top 3. Da gibt es eigentlich
kaum ausreden. Genau. Ne? Ja. Oh Mann. Können es immer noch aufs Setup schieben, wenn es scheiße wird. Das ist immerhin eine Sache. Auf uns. Okay, weiter. Ja, weiter. Qualifying. Qualifying Session. Let's go. Wo waren wir gerade? 13, 14, oder? Ja, Quali. Du 13, ich 14. Ja. Jetzt Quali, Doppelpodium. Quali, meine ich. Mhm. Ich sehe mich in der Wand, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch Angst vor. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich sehe mich da in der Highspeed-Passage einfach in der Wand fliegen. Machen wir lieber ein bisschen vorsichtig in den ersten Runden, glaube ich. Weil sonst... Oder in der, ja, so. Der ersten Runde zumindest mal. Ich habe direkt Reparaturzeit bei mir. Ich muss noch warten. Achso, das ist ja ein super Anfang. Du? Ich habe nichts. Schön. Mein Auto ist fit. Elektrische Systeme. Oh oh. So, ich schau mal. Oh, wir haben ausgewogen Setup, steht hier drin. Da steht ausgewogen Setup. Okay. Ich weiß ja nicht. Okay, let's go. Was hast du gemacht? Weiß nicht. Wolltest du nee, das von ausgewogen? Braucht man hier nicht Highspeed ein bisschen mehr, aber ich habe keine Ahnung, was ich müsste theoretisch schauen, was mein gespeichertes Setup zur Vereinstellung hat, aber 25, 27 Flüge hört sich jetzt auch nicht so verkehrt an. Ja, so ein bisschen was braucht man schon. Zu viel ist halt ja, auch schwierig auf den Geraden, dann ist auf der Strecke immer gar nicht so einfach. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir fahren immer gleiches Setup, also ja. Du kannst da schon ein bisschen was ändern, ne? Jetzt auch mit dem wenn dann ändere ich nur Flügel. Ja, ja, ist auch so Flügel, minimal wenn's. Und Bremsen halt. Ja. Ich muss gerade mal schauen. Bremsen, genau, das machen wir so. Heckflüge. Ja, ich probiere das dann erstmal so, aber ich muss eher noch eine Minute warten. Ah, das kann man ja auch nicht skippen hier, ja klar. Das ist ja richtig nervig. Das stimmt. Wir haben ja auch normale Fehler drin gelassen. Also Motorschäden sind ja aus, aber normale technische Fehler sind ja noch eingestellt. Ja, ja. Braucht man, ich glaube, die kann man gar nicht komplett ausmachen sogar. Soweit ich weiß. Naja, okay. Ich glaube nur auf niedrig oder auf gering oder wie das da heißt. Motorsport habe ich noch nicht getestet, ne? Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es mache. Okay. Ist das schon draußen jetzt? Ja, seit, glaube ich, gestern oder vorgestern. Ah, ja. So. Der Countdown läuft. Vielleicht dürfen wir losfahren. So. Und wie fühlt sich's an? Noch gut. Bis jetzt. Schau mal rein. Auch Bahrain hat sich halt nicht schlecht angefühlt. Deswegen. Du bist eigentlich zufrieden mit deinem DD oder deinem Direct Drive? Sehr. Also mir haut es dir nicht dein Schreibtisch-Setup um? Oder ist es relativ leicht eingestellt? Ich habe das nicht mehr. Ich habe mittlerweile so einen anderen Stand dafür, der dafür gemacht ist, der relativ stabil ist. Okay. Also das geht klar. Mhm. Okay, jetzt können wir rausfahren. Ich hatte relativ am Anfang, als ich mir das geholt habe, irgendwie so ein Problem nach ein paar Wochen, dass sich das nicht mehr hat einschalten lassen. Das habe ich dann eingeschickt, die haben das repariert, unter Garantie natürlich. Und dann seitdem habe ich keine Probleme mehr. Das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her oder so. Seitdem ist alles gut. Ja, ab und zu habe ich diese Force-Feedback-Probleme, die aber am Spiel halt liegen eher. Dass man manchmal keins hat und was weiß ich was. Ja, alles genau, gibt. Das hat jeder. Ja. Gefühlt. Was macht dir mehr Spaß, F1 oder iRacing? Also vom Fahren ist iRacing schon deutlich krasser. Aber das Konzept finde ich irgendwie nicht so cool mit online immer fahren und so. Ja. Hat beides Vor- und Nachteile.
meine erste Runde war noch nichts. Leute, Streamqualität müsst ihr immer auf hoch stellen, also auf erweitert und dann einfach auf hohe Streamqualität. Dann müsste es eigentlich gehen. Mann, diese KI ist so blöd. Man will die vorbeilassen, dann stellen die sich gefühlt neben einen, aber schubsen einen dann die ganze Zeit an. Ja, was willst du? Fahr doch entweder vorbei oder nicht, Alter. Das ist richtig dass nervig. Dass sie das nicht mal hinkriegen, gell? Ja, es ist wirklich zu kotzen. Okay. So, ich glaube, ich habe freie Fahrt jetzt erstmal. Oh, ich hätte vielleicht auch auf Mager fahren sollen, die Outlap. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Let's go. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Also bei mir geht hoffentlich noch was. Da war jetzt kein Riesenfehler dabei, aber war noch nicht so voll am Limit. Ich werde auch wahrscheinlich letzter sein, wenn jeder eine Zeit hat, also sollte noch was kommen. Gerade die Wand geküsst leicht. Das gehört dazu hier. Muss man machen, um schnell zu sein. Hast du im ersten Sektor einen Fehler? War okay. Ich habe gerade lila gehabt jetzt, aber es wird grün angezeigt. Komisch. Ist auch nicht lila, ne? Da waren ein paar schneller, so wie es aussieht. Aber dein erster, wenn das hier stimmt, was hier steht, dann war dein erster 19. langsamer als meiner. Ja, das wäre komisch. Echt? Ja, aber so gut war meiner auch nicht, also nicht besonders. Ich bin 14. Ah ja, du hast doch, dann wäre auch schneller. 13. Ja. War das eine gute Runde bei dir? Na, ist okay. Ich weiß nicht, der erste Sektor ist nicht so meiner tatsächlich. Okay. Ich mag muss den. Es eigentlich im zweiten Sektor irgendwo holen. Ich mag den ersten sehr. Wenn das Auto da gut passt, dann ist der schon sehr cool, finde ich. Ja, da muss der Flow halt stimmen im ersten Sektor. Voll, ja. Also ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, aber ich habe mich vielleicht auch für ein paar Kurven nicht optimal positioniert. Jetzt sind wir 18. und 19. Das ist super. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, entweder sind wir absolut scheiße oder die KI ist irgendwie, weiß ich nicht. Als wir getestet haben, normal im Grand Prix, also beziehungsweise halt Online-Rennen, das war ja gar kein Problem im Vergleich zu dem hier jetzt. Es wäre auch nichts Neues, dass die KI in verschiedenen Modi unterschiedlich schwer ist, also mich wundert in Vereinsspielen gar nichts mehr. Wahrscheinlich muss man eine Koop so 10 Stufen runterstellen, so gefühlt. Also aber gefühlt ist das so. Ja. Gefühlt ist das so, aber das Rennen müssen wir jetzt noch abwarten, denke ich. Ja. Aber wobei, ja, die sind hier schon schnell. Also die sind hier schon schnell, generell. Das ist letzter, vorletzter. Was bist du für eine Zeit gefahren? Ich war schnell, ich war 19. schneller oder so, deswegen... Oh, okay. Deswegen habe ich gefragt, ob du einen Fehler... Also das war alles im ersten Sektor, aber... Ah, okay, krass. Ist nicht gedacht. In den anderen warst du sogar ein bisschen schneller, glaube ich. Oh, dann bin ich echt weit hinten dran, du. Also dann fehlt viel. Das wir haben geübt. Wo sind wir gefahren? Silverstone und Brasilien oder so? Auf 100er. Genau, da hat es sein. KI also, und da waren wir mal im Mittel irgendwo. Das war echt top eigentlich. Und jetzt? Und da auch so auf Anhieb, ohne Setup, ohne jetzt groß irgendwie viel geübt zu haben davor. Hier hast du first. Okay, ich fahr direkt nochmal raus. Na, ich bin jetzt unterwegs gleich.
Lass mal schauen. Er wird zu GoTeefy. Yes. Breakbys. Da muss ich nochmal drauf gucken, aber ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut eingestellt. Differential mache ich mal auf 60. Ja, KI-Schwierigkeit, schauen wir dann. Nächstes rein. Oh, das war gut bis jetzt. Oh, das war jetzt eine richtig gute Runde, würde ich fast sagen. Mal gucken, wo die mich hinbringt. 8/10 nochmal ungefähr. Oh, krass. Oh, 10, damit 10. Krass, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, aber auch ein bisschen schockierend, dass das nur Platz 10 ist, so eine Verbesserung. Ja, doch, aber ist doch gut. Puh. Ich gehe halt davon aus, dass von denen allen auch noch was kommt, ey. Eieiei. Mal gucken, was wir da noch hinzaubern. Jetzt wieder das, weißt du, da ist einer direkt hinter mir, ich will den vorbeilassen. Mach langsam neben der Ideallinie. Der bleibt neben mir gefühlt stehen. Ja. Super. So, Hauptsache freie Strecke jetzt. Schon krass, also wenn die alle dann nochmal was finden können, dann sieht das wieder ähnlich aus wie in Bahrain vorhin. So, 1,3 Sekunden. Ah ja, jetzt kommst du auch. Sehr schön, sehr schön. Das reicht wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ich muss ja an die Box. Ah, Hilfe, fast noch eine Runde gestartet. Oh, da hätte ich mich geärgert. Ach du Scheiße. Ich bin diese Inlaps nicht gewohnt, weil die mache ich sonst nie in der Karriere. Nein! Wie Verstappen! Oh nee, letzte Kurve. Ja, aber es geht noch. Ah, die ist auch schwierig. Kann noch weiterfahren. Die ist ganz schwer. 15. Ah! Hm. Ja, 28,7 war das jetzt. Ich hatte, glaube ich, 28,4. Ah. Das ist ja dann relativ nah. Ja, ein bisschen was geht schon noch. Ja. Geht schon noch was. Hier weiß ich. Also aber du bist echt stark hier. Ja, die Strecke mag ich, ja. Das ist so eine meiner besseren. Ja, ist nicht so meins. Ich habe echt Respekt vor der Strecke. Na, ein bisschen was geht noch. Da muss ich aber wieder schnell reinfahren jetzt hier. Sekunde, ich bin noch eine Sekunde weg vom ersten. Das ist schon krass. Laut Performance sind wir da ja recht nah dran eigentlich an Red Bull. Ja. Ich komme wahrscheinlich wieder nicht rechtzeitig raus. Ja, aber, wohl, ja klar, was soll ich halt machen? Ja, wenn du knapp, aber vielleicht. Ich glaube, wenn du die Inlap relativ schnell machst, dann sollte es schon gehen. Ah, ich bin dran. Das müsste passen. Es könnte die letzte Kurve gewesen sein, oder Chat? War das die letzte Kurve, wenn wir da besser rauskommen? Die war's. Ah, könnte schon sein. Ah, das ärgert mich gerade. Sonst, was war denn erster Sektor? Kannst du mal nachschauen, was ich gefahren bin? Erster, zweiter Sektor? Erster 2/10. Also im ersten war ich 2/10 schneller, im zweiten bist du minimal schneller. Und im dritten sind wir gleich auf eigentlich. Also echt? Ja. Obwohl ich gegen die Wand gehauen habe. Ja, da bist du sogar leicht schneller.
Da habe ich 27,518, du 516. Also, oh, Reparaturzeit haben wir ja auch noch mit Flügelschaden, stimmt. Ah, ja, dann, oh, dann kannst du es vergessen. Ich darf dann ganz vergessen. Oh. Ja, dann bist du also im zweiten, im ersten verlierst du den Abstand eigentlich. Das sind ja, okay, ziemlich genau 2/10 jetzt noch. Und das macht dann aber 5 Plätze aus direkt, das ist auch krass. Das ist krass, ja, aber ich glaube, die KI ist gerade sehr nah beieinander. Die Alphas sind 6. und 7. Bottas und Joe. Locker 0,3 Sekunden. Oh Gott, ey. Hilfe. Nicht, war es nicht so viel? Ja, leicht angeditscht. Hat an Verstappen-Runde erinnert. Aber erster Sektor war auf jeden Fall besser jetzt. So, jetzt habe ich 20 Sekunden Reparaturzeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Kurz neue Reifen drauf. Okay, Engines fired up. We're set. Wie lange Reparaturzeit? Jetzt noch 6 Sekunden. Ach, das sollte gehen. Ich fahre auch jetzt gerade erst raus. Also, ah, okay. Außer ich habe es komplett verkackt, aber das sollte schon gehen. Ich wollte nicht da mitten im Verkehr sein, deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Also auf der Strecke muss ich echt ballern gegen dich, glaube ich. Ja, hier bin ich mal. Ich weiß, ich mag da das muss irgendwie. Ich raushauen. Da muss ich raushauen. Wenn das Auto da passt, dann ist das schon ganz geil. Aber ich glaube halt auch, dass die Abstände echt krass sind. Krass eng. Ja, ich ja, hätte jetzt wieder weniger Benzin machen können. Also ein, zwei Zehntel, wenn man die finden kann, das macht schon richtig viel aus hier. Okay, jetzt muss ich echt eine schnelle Outlap fahren. Ja, aber das solltest du hinbekommen. Ja, wie lang ist denn so eine Runde hier? Was sind wir gefahren? Ach, gar nicht im Kopf. Ja, doch, reicht. Das reicht schon. Das sollte schon passen. Ja, ja. Hamilton bei Rosberg machen. Wie lief Rennen 1, fragt jemand. Frag lieber nicht. Lassen wir das Thema. Es gab noch, das ist das erste gerade, es gab gar kein erstes. Das stimmt. Ich hab da nichts im Kopf. Saisonauftakt jetzt. Ja, ja. Gut, wenigstens gut freie Strecke dann. Du kannst dir doch ein bisschen Zeit lassen sogar. Ich habe jetzt auch noch mehr Zeit, als ich gedacht hätte. And that's just 30 seconds left in the session. Ah, bisschen zu früh. Shit. Ich glaube, ich werde nicht mehr schneller. Ah, es war auch schon richtig gut vorhin. Fünfzehnte. Oha, krass. Oh. Bei mir wird es nicht schneller. Shit. Die war zu arg über den Körper. Ah, Mann, ey, das ist schon wieder scheiße. 12. Oder 13., wenn du mich noch bekommst jetzt. Komm schon, jawohl, die war gut sonst. 15. Let's go. Dann hast du 7. 7. Oh, GG. Krass. Gut, aber ich habe eine Kurve, da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, die eine schnelle, die letzte schnelle Links-Rechts-Kombi. Weißt du? Mhm, ja.
Ah, das ist der Körper auch so hoch, ne? Ja, der ist. Aber ich glaube, also ich wäre, glaube ich, ungültig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich draußen war. Mhm. Ja, aber trotzdem, das ist so eine halbe Sekunde, ist schon krass. Hätte ich nicht gewusst. Ich habe gerade geballert. Ich habe gerade richtig geballert. Ja, ja. Das ist schon stark. Das ist krass. Oh, ich habe gerade die Luft angehalten. Oh. Einfach, ich wollte eigentlich nur ein paar Plätze wenigstens weiter vorkommen. Ja, das ist echt eine starke Runde. Oh. Ich fand meine schon recht okay. Oder recht gut eigentlich, aber. Was wenn sie nämlich hoch, gibt's nicht mehr. Die sind schon wieder hier. Okay, ich hätte doch nicht so krass ballern müssen. Aber ich bin schon echt Millimeter an der Mauer gefahren. Verstappen-like also Millimeter waren es. So muss das sein. So, weiter geht's. Boah, das ist so ein Adrenalinkick, diese Strecke. Ja, das ist schon hart. Also es ist mit Abstand das Krasseste eigentlich. Eine Qualifying-Runde hier. Das ist saugeil. Ich finde das auch im Real-Life richtig geil, Qualifyings hier. Ja. Das ist fast meine liebste Strecke, was das angeht. Das ist schon geil. So schnell, so die Wände sind so nah, das ist richtig cool. Aber im Rennen ist mir die Strecke echt ein bisschen suspekt, wenn du da halt so schnell durch musst und dann schiebt dich die KI gefühlt von hinten. Hui. Ja, im Rennen ist was anderes nochmal, ja. Dann? Ja, rein geht's. Da geht's auch ganz oft hin und her bei mir auf dieser letzten DRS gerade und dann auf Start und Ziel kann man zurück überholen und so, das ist immer interessant. Ja, stimmt. Oh, da müssen wir jetzt echt aufpassen dann. Ja. Wenn man da einmal reinkommt in so ein Duell, dann. Puh. Also ich sag mal so, wir müssen echt ballern. Also auf der KI-Stufe mit dem Auto müssen wir trotzdem richtig ballern. Wenn du halt siehst, okay, eigentlich sind wir Platz 3. Eben, wir sind Dritter eigentlich, ne? Dann ist ja sogar dein siebter Platz theoretisch zu schlecht, wenn man, also. Ja, eben. Wenn man es so sieht, das ist schon heftig. Ich bin gerade maximal am Anschlag. Das war gerade eine Liga-Runde. Ja. Das war eine Liga-Runde gerade. Das ist schon krass, das war als wir getestet haben, aber nicht so. Also. Nee, also im Grand Prix-Modus oder halt im normalen Modus. Da ist die KI ja viel schlechter dann. Guten Morgen, guten Tag oder. Da waren wir ja auch halt, so. Wo waren wir? Liegt halt an der Entwicklung. Ja, aber. Da waren wir ja auch so in der Top 10 oder so easy. Ich denke mal, sie werden ohne irgendeine Wunderrunde raushauen zu müssen. Und ohne üben, ohne irgendwas. Also, das ist schon heftig. Aber der erste Sektor, der ist schon mein Tod. Ich finde den geil. Ich hasse den so. Aber wenn man ihn gut hinbekommt, ist der schon geil. Ja, dann ist es ein geiles Gefühl. Aber wenn halt nicht, dann ist es echt beschissen. Ja, dann. Ja, wenn das Auto da nicht passt, kannst du vergessen. Ja. Dann ist es ganz schlimm. Ich sag da Strategie Medium Hard. Boah, ist das mal. Ich mach Soft Medium einfach. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hab's verkackt, in meiner letzten Runde frische Softs drauf zu packen. Weil ich hab hier jetzt noch frische. Echt? Ja. Was sagt denn dein Chat? Haben die hingeguckt? Kann das sein, Chat? Vielleicht habe ich das verkackt. Also eigentlich sollte man keine frischen haben, ne? Wenn man 3 Runs gemacht hat, nee. Dann müssten die schon benutzen. Nee, dann hast du keine frischen mehr. Ja. Leute, KI-Stufe ist auf 100. Es ist oben angepinnt im Chat. Oh. Alle 3 Minuten. Hab ich tatsächlich verkackt, ja, Mann. Ja, aber die halbe Sekunde auf dich hätte ich da trotzdem nicht mehr bekommen. Das war schon eine sehr krasse Runde. Ja. Okay. Ich habe jetzt schon gestartet. Wie viel Sprit nehme ich denn? Ich habe so eine Runde mehr. Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber so. Ich bin da mittlerweile vorsichtig geworden. Okay, ich starte mit Medium rein. Und okay. Dann schaue ich einfach. Oh, ganz, ganz gemixt, die Strategie hier. Ja. Hinter mir sind ein paar auf Mediums. Joe ist da auf Mediums. Interessant. Aber ich kann dir eins versprechen, ich werde das hier vorne nicht überleben. Oh nein. Die werden mich durch die Kurven ballern. Die werden mich so durchschieben. Oh. Hast du Softfahrer hinten um dich rum? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, alle. Egal, so. Egal welche. Ah, ja. Also. Wir müssen die erste Runde auf jeden Fall besser hinbekommen als vorhin. Das war ja eine Katastrophe. Stimmt, ja. Und ich sollte losfahren.
Ja, ich sollte einfach losfahren. Losfahren, kein Crash in Kurve 1. Ja. Dann haben wir vielleicht mal die Chance auf Punkte. Also muss eigentlich. Das ist schon tragisch. Klatschi ist gut. Klatschi ist gut. We are checking. We are checking. Bei Ferrari wäre auch witzig gewesen. Duo-Karriere. Das wäre witzig eigentlich gewesen. Eigentlich im Nachhinein. Aber Ferrari hat sich ein bisschen gebessert im Real Life, finde ich. Ja. Ja, aber Ferrari ist halt hier zu stark so, am Anfang. So. Also. Aber wir sind jetzt schon vor denen, ne? Also. Oder ja, nicht? Ja, schon. Erfasst, ja, mehr ja. oder weniger. Ja. Aber die starten halt mit echt guten Werten. Ja, halt, das stimmt. Ich weiß auch immer nicht, wie aussagekräftig diese Performance wirklich ist. Also, ob das wirklich so 100% immer stimmt, diese Reihenfolge, keine Ahnung. Ihr habt das ganz oft in der Karriere, dass das ein Team, das war zum Beispiel letztes Jahr so, da gab es, weiß nicht, Red Bull und so, die waren immer saustark. Ja, das beste Team, gefühlt egal, wo die in der Performance waren, war immer McLaren. Die waren so Fünfter, Sechster in der Performance, die haben trotzdem alles gewonnen immer. Also ob das so, ja, keine Ahnung, bin ich mir echt nicht sicher. Naja, jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft, diese Saison. Also wir sind eigentlich das schlechteste Team und holen alles raus aus dem Auto. Genau. Das wollte ich damit sagen. So muss es sein. Also ich versuche jetzt einfach mitzuhalten da vorne. Ich gebe mein Bestes. Aber halt die Augen auf, falls Crash vor dir. Ich passe auf. Ja, ich muss erstmal auf mich selber aufpassen, glaube ich. Das war vorhin schon schwer genug anscheinend. Volle Möhre. Achso, oh, der ist... Puh, okay. Be ready for the clutch. Oha. Oh. Oh. Oh, ich hasse diesen ersten Sektor. Oh. Ei, ei, ei. Ist Schaden? Nee, oh, nee, ich glaub nicht. What the fuck? Ich hatte einen richtig guten Start. Ja, ich eigentlich auch und hab's dann verkackt. Das passiert auch dieses Jahr ganz oft, dass die KI fast stehen bleibt am Start. Da ist eigentlich immer einer dabei vor einem, der gar nicht wegkommt. Oh, ich komme mit den Mediums hier echt nicht weg. Aber ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Das sieht gefährlich aus, was der Joe da probiert hinter dir. Naja, ich drück drauf. Dem trau ich gar nicht. Irgendwie wegzukommen. Boah, war das knapp an der Mauer. Junge. Also ich muss dich auf jeden Fall ziehen lassen erstmal, wegen Soft. Könnte was Interessantes werden. Ich hoffe nur, dass die Softs diesmal besser sind im zweiten Stint. Vorhin waren die allgemein nicht geil. Ich fand die auch im ersten nicht gut. Oh, der lässt da auch nicht locker. Eieiei. Junge, ich mach wieder Kamera. Hilfe, Hilfe. Oh, geh doch weg endlich. Ah! Oh, ich hasse das. Dafür ist der erste Sektor nicht gemacht hier auf jeden Fall. Achtung! Außen Sand, Sand, Sand. Nein, shit. Kein Sand. Oh Gott. Ich dachte, das war's gerade. Na super, jetzt 4 Sekunden Rückstand auf die da vorne. Kein DRS. Das ist ja toll. Oh, ja, es wird schwierig, das zu managen. Das ist hier ganz schwer. Das kann man gefühlt überall einsetzen.
Ja, mit dem Medium gegen die KI ist echt ein Kampf. Aber jetzt mit DRS geht vielleicht was. Dann gleich. Na, da habe ich jetzt, glaube ich, Kacke hier vorne. Ja. Da ist Joe direkt vorbei, wahrscheinlich. Du vielleicht auch. Ich habe es ganz genau eine halbe Runde da vorne ausgehalten. Bevor ich zurückgereicht worden bin. Aber bei den Punkten, komm, das ist ja Fortschritt. Wenn das so bleiben würde, dann... Ja, nicht verschreien. Ja, lieber nicht. Aber das wäre gar nicht verkehrt. Jetzt müssen wir eigentlich beide DNFen, nachdem ich sowas gesagt habe. Okay. Ah, Joe ist auch mit Medium unterwegs, also... Ja, deswegen gefällt es mir auch nicht, wie nah der hier dran bleibt. Ich habe ein bisschen auf Alonso aufgeholt da vorne. Der ist halt schon zu weit weg, aber das ist ein gutes Zeichen. Also Alpha ist eigentlich so schlecht und dann ist der noch auf Mediums. Und trotzdem muss ich hier fahren wie was weiß ich. Ja, die klopfen hier alle jetzt an übrigens, ne? Also, ja, ja. Die wollen hier alle vorbei. Ja, das ist wieder so Bahrain-mäßig. Nur, dass wir ein bisschen weiter vorne sind jetzt diesmal. Ja, lass mal das halten irgendwie. Wir schaffen das schon irgendwie mit also Weiterentwicklung. Ich hatte jetzt easy. Wir müssen einfach mit Abstand Erster sein in der Entwicklung, dann geht ja, vielleicht dann, was. Dann geht's, dann gewinnen wir vielleicht mal was. Oh Gott! Gott, was oh, ich macht hasse der das. Denn? Ich hasse das. Das passiert so oft, dass die sich direkt vor einem verbremsen. 4 Sekunden langsamer die Runde. Wie die Spitze. Was? Wenn du vorbei kannst, dann sag nee, was. Nee, erstmal. Versuche erstmal wegzufahren. Ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir hier jetzt fighten. So großartig. Nee, eben. Ich versuche die hinten mal ein bisschen zu blocken. Aber wäre halt cool, wenn ich trotzdem irgendwie. Zumindest für die erste gerade DRS habe. Ja, aber gib also mal Gas. Ich versuche es. Ich glaube eh nicht, dass gib ich erstmal Gas. Viel schneller bin. Gegen Joe habe ich gerade nicht viel gemacht. Es war eher Glück, dass der sich da verbremst hat noch. Mit Team Order, ja. Ja, also McLaren ist halt so ein Team Order-Team eigentlich. Also, hat man ja auch gesehen. Ja, Norris gegen wollten Norris sie auch sogar, ne? Ja, ja, eben, den wollten die ja nicht vorbeilassen. Bros, Beste, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Danke sehr. Die Punkte hier sind. Das war eine 1,30. Okay. Ich tue auch alles dafür, dass wir das noch verkacken jetzt. Einfach leise sein. Wenn du vorbei bist, dann fahr einfach. Ja, okay. Nicht, dass wir uns hier jetzt ausbremsen. Ich verteidige da nicht. Jawohl, dann habe ich gleich DRS und dann ist es auch kacke, ne? Bleib jetzt mal hinter dir. Besser, ich komme hier ordentlich vorbei. Ich werde wahrscheinlich erst wieder im ersten Sektor dann verkacken. Russell ist auf Harten da vorne sogar, krass. Es gefällt mir nicht, dass ich auf Soft so langsam bin. Das waren Frische auch noch, ey. Ja, diese KI-Schwierigkeiten in den Spielen, das werde ich nie verstehen. Ja. Weißt du, der 100 ist ja schon besser. Ist okay. 100 in der Karriere offensichtlich auch. In der Koop dann aber wiederum nicht, also kannst keinem erzählen, dann ist das auch auf jeder Strecke unterschiedlich, dann ist das von Quali zu Rennen unterschiedlich, also das ist echt eine Wissenschaft für sich. Aber machst du die dann je nach Strecke anders? Minimal, ja. Ja. Ja, es gibt so Strecken, da weiß ich, die sind eher kacke, da gehe ich mal so 3-4 Stufen runter. Dann gibt es welche, da weiß ich, da bin ich eher gut, dann gehe ich ein bisschen hoch, aber... Also genau eine perfekte Schwierigkeit habe ich, glaube ich, für keine. Es ist auch so gut wie unmöglich. Ja, bleibst gut dran, oder? Ich bin gerade schon am DRS heißen. DRS habe ich noch, ja. Ja. Ja, jetzt komme ich ja wieder ran auf den Geraden. Also wenn wir das so halten, ja, könnten wir es eigentlich top. Und dann können die da hinten zumindest mal nichts machen gegen mich. Ja, ich habe noch gut ERS eigentlich. Also. Ja, aber die hinten sind trotzdem arg schnell. Also die Lücke hier vorne ist riesig. Ja.
zu dem Mercedes da vorn. Das ist ein Stop geplant, Runde 8. Ich habe jetzt immerhin mal eine Sekunde auf Joe. Der hat da mit Bottas gerade ein bisschen interessante Sachen gemacht. Ja, jetzt wirst du gleich wieder vorbeikommen. Oh, ich versuch's nicht. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du mich aufhältst. Ich muss eher echt pushen, um dran zu bleiben. So kommt es mir vor zumindest. Ja, ich drücke auch immer wieder ein bisschen RS. Ja, ich auch hier und da mal, ja. Ich bin ja bei 20% schon wieder. Super. Bei RS? Ja, auch. Okay. Gelb, aber hinten. Oh, jetzt ein Safety Car, dann komme ich rein, aber sowas von. Ja. Ah, du auch wahrscheinlich dann, oder? Ja. Kevin Magnussen ausgeschieden, das macht Safety Car, nichts macht's. Oh, verbremst. Oh nein! Geh vorbei. Ah, das ist schwierig in der Kurve. Das ist schwierig. Da gab's früher mal so einen Curb außen, kennst du den noch? In den 21 oder so. Da habe ich mich immer an dem orientiert. Und seit der weg ist, ein bisschen tricky. Ja, jetzt die Pace ist okay gewesen in den letzten Runden. Ja. Da haben die zumindest nicht mehr so einen Druck gemacht von hinten. Ja. Das fand ich ganz akzeptabel. Ich will jetzt mal gucken, dass ich da wieder ranfahre. Chat, zu viel Fehler noch. Das muss besser werden hier. Hast du DRS? Ja, ne? Nee, im Moment nicht. Schade. Nächste dann. Ich überlege, ob ich reinkomme jetzt oder noch nicht. Ich glaube, das macht vielleicht Sinn, weil so ein Undercut ist eigentlich immer ganz geil. Aber ich glaube, ich komme jetzt rein dann. Okay. Vielleicht muss ich das nächstes Mal auch so machen, die Strategie nehmen. Oh, je nachdem, wie die Soft jetzt dann gleich sind. Also, es scheint ja relativ ähnlich. Das gibt sich irgendwie nicht viel, ne? Hast du das Gefühl, dass die Softs halt allgemein nicht so super toll sind? Ja. Also zumindest in Bahrain nicht und hier jetzt auch bisher nicht so wirklich. Puh, okay, aber das war okay. Das war okay. Und noch 10 Runden davon und dann ist das mal etwas zumindest. Also ich muss, glaube ich, noch ein paar Runden fahren, so 3 Stück oder so. 3 Runden muss ich, glaube ich, schon noch. Also Runde 10 oder so kannst du vielleicht machen. Irgendwie sowas. Ja, ich versuche jetzt Hammer Time zu machen. Ja. Ich fand die Reihe, also den Verschleiß wesentlich weniger unangenehm als in Bahrain. Da ist man schon echt gut rumgerutscht am Ende der Stints, aber hier ging es jetzt noch. Hatte ich so den Eindruck. Jetzt ein paar Switch-Schwitzer-Runden hier. Luca, vielen Dank für die 2,50. Vielen, vielen Dank. Hammer Time. Das sollte mal sagen. Hammer Time. Das hat man lange nicht mehr gehört. Die Hammer Time. Naja, stimmt eigentlich. Es wird einfach nicht mehr übertragen, weil es nicht mehr interessant ist. Wahrscheinlich, ja. Sagt es bestimmt trotzdem noch. Ich denke auch, stimmt. Ich hoffe, dass Mercedes nächstes Jahr besser ist. Und noch so ein Hamilton-Verstappen-WM-Kampf, das wär's schon. Ja, oder irgendjemand anders. Irgendjemand. Wenigstens irgendjemand. Oder kein Perez im Red Bull. Das wäre vielleicht auch schon Anfang. Obwohl, ich glaube, in dem Red Bull würde keiner was machen gegen Verstappen. Ja. Es muss gar nicht mal unbedingt das Auto sein.
Ich glaube echt, da kannst du wahrscheinlich einen Hamilton oder Alonso reinsetzen, die machen trotzdem nichts. Ja. Weil der Max kennt das Auto ja so gut, der ist ja voll auf den ausgerichtet. Da hat echt keiner eine Chance. Ich weiß nicht, soll ich jetzt gleich schon reinkommen? Ich habe 32%, aber dann sterben halt die Softs wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, Runde 10 kannst du locker 9. Ja, 10 ist angepeilt. Vielleicht mache ich 9. Kannst du vielleicht machen, ja. Dann verlierst du halt wenig, aber sonst verliert ja, man eben immer relativ viel, wenn man länger draußen bleibt. Ich bin ja schon in Runde 9, dann fahre ich jetzt rein. Stimmt, es ist ja schon Runde 9. Box, Box. Nee, Chef, wir waren jetzt rein. Jetzt Box. 37 schon vorne. Naja, die Soft werden halt wegschmelzen. Ist egal. Oh, ich hab Hard. Oh nein. Warum? Vielleicht muss das nicht mal schlecht sein. Ehrlich gesagt, weil Softs fand ich jetzt auch nicht so super. Okay, dann halt Hard. Das ist krass, wie viel man gut macht durch so den früheren Stop. Ja, ich glaube, ich muss es andersrum machen. Next Rennen muss ich... Ja, das ist eigentlich schlauer, die weicheren im ersten Stint, weil man dann früher stoppt. Das macht, also frische Reifen in dem Spiel, das ist echt Gold wert. Oh nein, 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 Bottas, nein, nein. Krass, du hast jetzt 3 Sekunden durch den frühen Stop geholt. Ja. Und ich bin jetzt nicht mal besonders irgendwie, es war okay fehlerfrei, aber ich glaube größtenteils echt durch die frischen Reifen einfach. Ja, mal gucken, wie die Harten sind. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Nein, Bottas, nicht hier überholen! Oh Gott. Ja, die sind da halt auch echt bescheuert, ne? Also die überlegen da gar nicht. Er wollte in dieser links-rechts, in diesem Knick. Ja, das dachte ich mir schon. Also die kennen da echt nichts. War Hauptsache vorbei. Also auch an den dümmsten Stellen teilweise. Das ist echt krass. Ja, Punkte sind irgendwie trotzdem keine in Sicht. Na, bei mir hoffentlich. So wie es gerade aussieht zumindest. Aber du bist ja auch Zehnter. 9.10. Oh, stimmt. 9.10. Wir waren ja Bottas ist halt nur so ganz dicht dran. Waren wir nicht 8.? 9.? Eigentlich? Muss da noch jemand vielleicht stoppen? Weiß gar nicht. Ich dachte, wir waren 8.? 9.? Irgendwie. Ja, da ist noch ein Alpine, glaube ich, 2. oder so. Sieht so aus. Bullwärts jetzt, ja. Auf jeden Fall. Ja, Bottas wird gleich wieder vorbeidüsen. Mhm. Ich habe die alle im Gepäck jetzt. So wie bei dir eben. Ja, das ist echt... Das ist eigentlich traurig, dass wir die alle so aufhalten immer. Ich hab doch DRS-Chat. Oh, Bottas, der macht Brake-Test. Also Bottas fährt halt immer wieder vorbei und dadurch kriege ich immer wieder DRS auf der Geraden. Da ist die KI halt auch echt dumm. Ja, mit dem DRS meinst du? Ja. Ja, da achten die auch nicht drauf. Darauf nicht und nicht darauf, wo die überholen. Das ist Ey, die Harten sind gar nicht schlecht. Das sehe ich, ja.
Und mit Verschleiß hast du halt gar keine Probleme jetzt. Das wird bei mir wahrscheinlich interessant am Ende. Da hat Jeff gute Arbeit geleistet. Ja. Ausnahmsweise mal. Ja, und jetzt geht ballert. So, Bottas ist immer noch da. Ja, so langsam komme ich wieder ran an dich, aber die 3 Sekunden haben schon echt wehgetan. Ja, das ist echt, das müssen wir uns merken. Ja. Am besten immer recht früh reinkommen. Da hat man auch bei der Distanz dann kein Problem mit Verkehr eigentlich. Ja, wahrscheinlich könnte man mit Medium auch trotzdem früher, deutlich früher reingehen. Ja. Das hätte sich mehr gelohnt, ja. Das war mein Instinkt schon mal richtig. Ja, macht echt Bock, muss ich sagen. Das Rennen macht richtig Bock jetzt, ja. Wenn Bottas nicht wäre, was anderes. Bahrain gab's gar nicht. Das hat nie existiert. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 10.7 seconds. Also ich bringe hier so einen Zug mit. Ich sehe schon. Weiß nicht, was ich davon halte, aber ich glaube, da kann ich nicht viel gegen machen. Aber an dieser Vorder, da kommst du niemals ran. Das ist hoffnungslos. Ja. Das sind über 10, 11 Sekunden jetzt auf Sainz. Das kann man voll vergessen. Also wenn wir jetzt Platz 8 und 9 schaffen, dann wäre das schon ein Maximum. Dann ist das okay, beziehungsweise sogar sehr gut, aber das ist, eigentlich ist die KI immer noch ein bisschen stark. Ja. Also wir halten die ja größtenteils alle auf und die da vorne sind immer noch meilenweit weg. Wir hatten halt jetzt das Glück, dass wir den Start nicht so verkackt haben wie in Bahrain. Dann kann man sich hier irgendwie halten, stimmt. Aber wären wir von Anfang an weiter hinten, wäre es glaube ich echt ähnlich wie Bahrain leider. Ja, der Bottas ist so dumm, aber... Oh ne, jetzt habe ich kein DRS wie du vorhin, ach komm. Ja. Leck mich, ey. Oh, das ist echt kacke. Das ist richtig scheiße auf der Strecke sogar. Ich glaube, da habe ich jetzt ein Problem. Ach nö, ey. Ah, 3 Sekunden aufgeholt. Ja, krass. Let's go mit Hart. Das ist schon heftig. Das DRS ärgert mich gerade. Ich hatte es vor, mich irgendwie mitziehen zu lassen von dir dann, aber das wird jetzt gar nichts. Ja, am besten wäre Hold Position irgendwie, aber es wird halt extrem schwer mit dem DRS-Überschuss. Ja, ich habe keine Chance. Die werden mich alle einkassieren jetzt, ey Mann. Warum passiert das immer zu so einem Zeitpunkt, ey? Warum nicht jetzt die ganzen 5 Runden, in denen ich niemanden vor mir hatte? Das ist doch kein Zufall. KI ist doch gut für erste Saison, ja. Ist schon tough, aber... Ich weiß nicht, was erste Saison damit zu tun hat. Es hängt halt von der Performance ab, ne? Ja. Ich weiß schon, was er meint, dass man halt weiter hinten dann rumfährt, wenn die so schwer sind. Aber das Auto ist ja eigentlich trotzdem besser. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, wenn du hier noch dahinter geblieben wärst, wegen DRS, weil jetzt hat es keiner von uns. Oh ja. Aber da habe ich es auch nicht dran gedacht. Das ist mir auch zu spät eingefallen. Oh, ich habe wieder das Schild verpasst, ich Idiot. Nee. Oh, jetzt wird es ganz, ganz, ganz interessant. Shit. Wo bremst du da immer bei diesem, schwarzen? Ja, immer. Ja, beim 100-Meter-Schild ist das zweit, also normalerweise. Okay, ja. 2 Schilder vorher. Ja, ich so zwischen 100 und diesem schwarzen Ding, diesem LED-Teil. Wie viel kostet ein Ticket für euer Rennen? Ist doch gerade schon da. Ich verstehe die Frage nicht. Gratis.
Okay, ein paar Runden noch, komm. Mann, wenn ich mal DRS hätte, ich hab sogar die Pace, um mit dem mitzuhalten. Das ist zum Kotzen. Spiel, das ist nicht dein Ernst. Aber ich hätte voll vom Gas gehen müssen gerade. Ich hätte es einfach ausrollen lassen müssen, wenn ich da hinter dir geblieben wäre. Wegen DRS, ne? Ja, das ist so heftig. Oh, allein Windschatten ist schon stark. Ja. Das könnte mich vielleicht retten hier. Oh, was macht ihr denn? Ich hab's im Spiegel gesehen. Das sah interessant aus. Ist wahrscheinlich fast schlauer, wenn ich dahinter bleib erstmal. Mach mal, Bottas. Ja, vielleicht ist es so gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir dann vielleicht gleich beide. Ich glaube, das mit dem DRS wird nichts mehr. Aber Windschatten, also ich hätte jetzt gerade easy vorbeifahren können. Ich dachte mir, es wäre schlauer, wenn ich den Windschatten zumindest mitnehme, weil sonst ist der eh gleich wieder vorbei mit DRS. Jetzt hat man gar keine Chance. Ja, jetzt habe ich dann kein DRS mehr. Shit, ey. Ah, du bist ja schon wieder hinter mir. Ja. Was? Komm, beide vor Bottas können wir schon hinbekommen, irgendwie. Ich glaube, du kriegst das easy hin. Bottas ist nicht schnell. Also wenn ich da das DRS hätte, dann hätte ich den easy schon. Ich weiß nicht, soll ich da vorbei oder nicht? Keine Ahnung. Ja, probier einfach. Also spätestens warten, am Startziel soll es sein. Warten ist auch keine Option. Also jetzt halt danach, dann... Na, ich werde den jetzt haben, glaube ich, wenn ich. Ja, jetzt, genau. Jetzt habe ich ihm das DRS gegeben, das war ein bisschen dumm. Ah, nicht gut, ey. Das war gar nicht gut. Ich fahre auch immer geradeaus, Kopf hoch. Ja, gut. Das ist gut, wenn ich das höre. Come on, boy. Ja, sehr schön. Sehr schön. Smooth operator. Bis ich mich dann wieder verbremse in Turn 1. muss ja nur noch einmal, also. Ich hoffe, das kriegst du hin. Fahr am besten so schnell vorbei, wie es geht, dann hab ich den Windschatten noch auf dich. Das, obwohl die ja, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie soll ich es machen? Also, ich muss einfach ja warten. Vorbei, wenn du kannst. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem. Das Beste ist, wenn ich ein bisschen Windschatten hab. Ich komme nicht wieder an dir vorbei. Also, soll ich gleich vorbeifahren? Ja, ich hab ja kein DRS immer noch. Also vor der letzten Kurve schon, meine ich. Wo du willst, ja. Eigentlich schon, ja, dann habe ich auf Startziel Windschatten zumindest gegen die. Okay. Dann muss ich halt irgendwie mit dir mithalten, damit ich es in der letzten Runde auch noch hab. Oh, jetzt habe ich DRS wieder. Nein! Oh Gott. Das war jetzt ein Timing, ey. Perfekt. Genau jetzt ist es wieder gekommen. Aber das ist sehr gut. Komm, und das ist jetzt nach Hause irgendwie. Komm, irgendwie. Oh nein. Bist du spät gebremst? Fuck. Da musst du schon auch im DRS bleiben, ey, du Idiot. Ist noch drin? Ja. Ja. Boah, ist das ein anstrengendes Rennen, auch wenn es nur 35% sind. Das ist halt voll Konzentration die ganze Zeit auf der Strecke immer. Aber ich bin echt getoastet danach. Ja, ich auch. Das war schon gut anstrengend. Ja, jetzt kommst du dann wieder vorbei auf Startziel, vermutlich. Das Startziel gibt's nicht mehr. Beziehungsweise, ja. Ich meine, Vorstartziel. Wahrscheinlich schon Vorstartziel. Also könnte ich wetten.
Schau mal, da musst du schon auf die Bremse gehen. Ja, ja, da muss ich, aber da ja, angreifen wäre auch sehr wahnsinnig. Hätte ich jetzt gleich keine Chance. Oh nein, Bottas kommt. Oh nein, Bottas! Oh, Bottas ist hinten drauf geheizt. Jetzt hast du DRS nochmal, das ist eigentlich geil. Ja. Oh, das wird richtig knapp, ich habe kein DRS mehr fast. Oh Gott! Du bist vorne. Richtig knapp, ey, geil. Oh, GG, das war geil. Das war ein gutes Rennen. Das war ein richtig geiles Rennen, ey, come on. Aber voll das Maximum rausgeholt. Da hätten wir nicht mehr machen können, ne. Boah. Ja, ey, das war Maximum Anschlagfahren die ganze Zeit. Traurig, dass sowas das Maximum ist, aber... Puh. Das ja, das ist die Strecke ist so krank Timing. Ja, da macht der halt dich aus. Ich hätte dich eine Runde früher überholen müssen, dann du mich wieder und dann ich dich wieder, um vorne zu landen. Wahrscheinlich, aber ich habe das DRS echt bekommen wieder, als du vorbei warst. Ja. Also das war so ein Timing. Ich habe das Gefühl, dass das in der letzten Kurve wieder repariert worden. Also echt krass. Das war, wir haben ja zweimal hintereinander ins Ziel, oder? Stimmt, ja. Ja. Das war schon mal eigentlich ganz. Das war also von der Pace her, aber wenn man sieht, wie nah die alle hinter uns waren, war es wieder eigentlich schwierig auf jeden Fall. Also da gibt noch ein Rennen. Da 6 Punkte mitzunehmen, das ist schon sehr stark. Cool. Junge, ich schwitz richtig. Ja, machen wir noch eins? Oder? Also wegen mir? Gern. Ja. Oder bist du durch? Das hat länger gedauert, als ich gedacht habe, 2 Rennen, aber können wir gerne noch machen, ja. Was kommt denn jetzt? Spanien kommt jetzt. Spanien, stimmt. Doppelpoints. Go. Wie ist denn die Rangliste im Moment jetzt? Oh, nicht gut wahrscheinlich. Oh, du bist 9., ich bin 12. mit meinen 2 Pünktchen, du mit deinen 4 Punkten. Immerhin. McLaren ist auf Platz 6 mit 6 Punkten, Alfa Romeo auf Platz 5 mit gleich 4 Punkten. Ja, naja, ist okay, oder? Also jetzt zumindest beim zweiten Rennen. Es geht. Ich überlege, ob wir an der KI-Stufe was schrauben wollen. Würde das Sinn, so 95 Richtung? Echt? So weit runter? Also ja. Ja, wir waren wir waren deutlich zu langsam, ja, jetzt eigentlich. Okay. Das war halt jetzt echt. Ja. Glück in der Hinsicht, dass wir halt vorne waren, aber die waren ja alle an uns dran. Stimmt. Und nach vorne waren es 20 Sekunden. Ja, wir können mal 95 probieren. Kannst du das einstellen, umstellen? Ich denke schon, ich das machen? Also 20 Sekunden nach vorne waren es ungefähr. Das heißt ja, die waren eine Sekunde pro Runde schneller oder so. Das ist schon... Ja. Das ist schon heftig. Ja, stimmt. Die vorne haben schon deutlich deutlich weggezogen. War das schon mal Go-Kart fahren? Ja, bestimmt. Also, ja, ich schon. Kai, klar, ja. Schon lange nicht mehr tatsächlich, aber. Du hast im Moment keinen Rival. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rival. Das ist auch sauteuer immer. Ja. Wenn wir eine Go-Kart-Bahn bei mir in der Nähe in Nürnberg. Da kosten was 10 Minuten 15 Euro oder so. Nur so ein Training da zu fahren, das ist schon. Ja. Schon extrem. Ja, und dann immer so, ja, 10 Minuten so. Ja, genau. Dann probiere ich mal 95, oder? Ich glaube, da hat keiner was dagegen, weil so. Ja, mach mal. So war es ganz schwierig. Ich hoffe, dass das dann auch besser ist. Funktioniert. Ja. Also, dass das dann auch übernimmt. Das ist auch so eine Sache, ja, wer weiß. Wie machen wir das? Spanien ist eine Spielerstrecke. Spanien war ich von der Performance nie so richtig gut, aber ich mag Spanien. Ich hab die, glaube ich, in der Karriere jetzt ein bisschen länger nicht mehr gehabt, aber. Ist nicht im Kopf, dass das so super gut war. Wie machen wir es mit den Upgrades? Spulen wir erstmal vor. Das können wir machen. Wir haben eh nur 700 Punkte. Ja. Schauen wir mal, ob die ankommen. Es würde mich fast überraschen, weil jetzt alles funktioniert hat bisher. Ich glaube, so langsam wird es mal Zeit, oder? Mal schauen. Ja, Chassis-Upgrade. Eigentliche Ressource. Schleifblock kommt jetzt als erstes. Komm schon, Schleifblock. Plus 5. Ah, zum Event. Jetzt hast du das. Ich habe das jetzt nicht. Ja, okay. Marketingabteilung würde gerne wieder Fragen an die Fahrerinnen veranstalten. Haben wir Zeit? Oh, mach nein, sonst musst du da, glaube ich, Fragen beantworten. Ja, ablehnen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das bringt ja auch nichts. Vollzeit. Kriegst du ein bisschen Anerkennung oder was? Ja, wow. Sollen wir direkt mit den 1.200 Punkten mal gucken? Vielleicht ja, ne? Ja. Ich habe jetzt zwar schon weitergemacht, aber ja, das ist eine gute Idee.
Leichtes Cockpit-Chassis. Oder vielleicht mal Strapazierfähigkeit, das erste zumindest. Okay. Sonst hat man noch gar keinen Zugriff Getriebe. Auf irgendwas anderes. Ja, stimmt, genau. Getriebe, oder? Getriebe. Das muss man machen, dass man überhaupt irgendwas anderes machen kann. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Weil mein Verschleiß ist schon auch echt krass. Ich bin bei 50% schon beim. Ich habe noch gar nicht geschaut. Das wäre tatsächlich. 50% nach zwei Wochenenden ist schon sehr extrem. Ja, okay, ja, habe ich. Ich habe auch 49. Ja. Das ist schon nicht ohne. Mal nach dem Training gucken, wie es dann aussieht. Mit den Teilen. Soll ich weiterspulen? Jetzt können wir. Ja, die Punkte aktualisieren sich nie bei mir. Hast du das gemacht jetzt? Dieses ja. Strapazier-Ding? Ja. Ich habe es reingehauen. Okay. Kreuzzeitlandschaft. Schleifblock ist angekommen. Oh, das auch. Jetzt habe ich irgendein Event. Okay. Ablehnen. Da kriegen wir Ressourcen. Wir kriegen 500 Ressourcen. Jetzt ist wahrscheinlich für ewig irgendwas. Saisonpause. Stimmt. Da ist ja ganz viel dazwischen eigentlich. Ja. Und so, ja. Monaco, Baku, oder? Wahrscheinlich können wir jetzt krank weiterentwickeln. Das stimmt. Da warten wir das eine noch ab, oder? Und dann. Ja, genau. Dann würde ich mal was machen noch. So, oh, yes. Auch? Sehr, sehr geil. Oder so. Sind wir jetzt sehr gut dabei, oder? Das ist zweitbeste Team. Wahrscheinlich. Und wir performen wie irgendwelche. Okay, das war easy. Williams. Das war echt easy. Jetzt könnten wir theoretisch mal Antrieb wieder schauen, oder? Ja. Ja, diese Zündanlage wäre vielleicht mal was. Ja, genau. Das soll sogar echt noch vor Spanien ankommen, ja, krass. Wie viele Punkte haben wir bei dir gerade? 1267. Ach, dann stimmt's bei mir jetzt. Okay, ja, das passt. Ach, dann können wir ja nur das eine machen. Dann, ne? Ja, gut. Dann baller ich das rein. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann. Top. Saisonpause beginnen, oder? Weiter geht's. So, weiter geht's. Nochmal Ressourcen. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Neue Teile. Im nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut. 700 konnten wir nichts machen, oder? Mit den 788. Schauen wir mal. Vielleicht. So 600 gibt's doch was. Oder nicht mehr? Nee, da gab's nichts mehr. Gibt's nicht mehr, ne. Dann spule ich weiter. Leider nicht. Okay, dann kommen jetzt nochmal wöchentliche Ressourcen. Da und danach können wir was machen. Genau. Dann müssen wir mal anhalten. Dann halte ich da direkt an. 500. Okay, 1200 haben wir jetzt. Gucken, was habt ihr hier? Ja, er schlägt mir leichtes Cockpit die ganze Zeit vor. Das will er irgendwie machen. Ja, ist doch, glaube ich, das Einzige, was wir uns leisten können. Also, ja. Das macht Sinn, ja. Rein da. Zack. So schnell ist weiterentwickelt. Getriebe, gut, Getriebe kommt hoffentlich auch noch an. Ja, aber das wäre krass, wenn das. Also, das kommt, Zündanlage, stimmt. Das kommt wenn auch was fehlt, schlägt dann das an. Lieber als das Motording. Kommt an, Zündanlage. Komm schon. Hey, die neue. Das ist ja krass, McLaren, ey. Wir bauen sie vor dem nächsten Rund. Da passt ein Red Bull dran, Hilfe. Ich glaube, die haben McLaren so simuliert, dass sie am Anfang richtig scheiße sind und dann ist die Entwicklung halt krass wahrscheinlich. So, ja. Dann geht alles richtig gut ab. Ja, krass. Genau, KI ist auf 95 jetzt. Genau, ja. Oder? Ja. Also das macht auch Sinn, weil also von der Pace her waren ja die beiden ersten Rennen eigentlich nix. Das ist schon gut so. Okay, dann schreibe ich das nochmal in den Chat. Falls wieder gefragt wird. Gut. Hoffe, das funktioniert dann jetzt besser, aber. Könnt ihr hier nochmal rein? Neue Upgrades freigeschaltet. Wir könnten theoretisch noch besseres Material für Brennungsmotor entwickeln. Wenn wir wollen. Oh, das macht Sinn, weil mein Verbrennungsmotor ist echt nicht mehr toll. Gut, wir haben auch nur 10 Rennen, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, eben. Ja. Stimmt. Dann entwickle ich das noch. Dann hauen wir das noch durch. Dann haben wir gut verteilt, glaub. Ja. Dann haben wir echt gut verteilt. Fahrerboni schreibt jemand, aber das geht nicht. Die sind haben alle wir teurer. Naja, 50.000 reicht da nicht. Okay. Dann noch zum Rennwochenende. Dann müssen wir erstmal. Rücktrittserklärung, Alonso. Vor seinem Heimrennen, sagt er das. Wahrscheinlich in allen Karrieren
tritt er direkt der zurück. Der ist relativ früh weg, ja. Ich finde das eigentlich schade. So einen kann man sich dann nie als Teamkollegen halt holen, wenn der so früh immer weg ist. Stimmt, ja. Das ist echt schade. Stimmt, der ist dann gar nicht mehr halt auf dem Fahrermarkt. Ja, genau. Du kannst nicht nochmal holen. Weg, ja. Bei mir ist Hamilton zurückgetreten direkt. Hülkenberg ist auch immer recht früh weg. Hab ich so mitbekommen. Ist echt schade eigentlich. Crazy. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der McLaren gleich läuft. Ja. Also das und sollte nach dem Training Upgrades mit dem mit der KI-Stufe, das müsste besser sein. Ja. Am Ende ist so zu einfach, direkt Podium. Ja, aber Podium wäre ja eigentlich, so sollte es eigentlich sein, ne? Ja, mit der Entwicklung Auto wahrscheinlich jetzt, schon. Mit dem zweitbesten Auto. Also das wäre eigentlich so direkt nach den ersten drei Rennen. Ja. Naja, gut, ja. Ja, der ist besser als gedacht halt, tatsächlich, aber ja. Ist ja okay. So, perfekt. Ist ja okay. Was wollte ich gerade sagen? Vergessen. Nach dem Training. Irgendwas, glaube ich. Ah, genau. Wir müssen nach dem Training schauen wegen den Teilen. Wegen der Abnutzung. Oder? Also wegen neuen Motor. Ich glaube, bei einem neuen Motor haue ich mir direkt rein nach dem Training. Ja. Der hat jetzt 53 schon. Reicht ja nach Training 3 dann direkt, oder? Normal. Ja, genau. Müsste reichen. Dann mache ich das auch. Ich muss mal schauen. Ich habe ja noch nicht genau geschaut, welche Teile bei mir alle anstehen. Ja, aber bei 10 Rennen ist das ja echt nicht so wild. Wenn man da 4 Teile hat pro Komponente, da kommt man eigentlich gut durch. Kommen die nicht zurück aus dem Ruhestand? Nee, eben nicht. Die sind dann weg. Die sind weg. Ja, das ist echt schade. Die sind einfach weg. Ja, also einerseits macht es ja irgendwie Sinn. Alonso hätte ja noch Vertrag für nächstes Jahr zum Beispiel. Die echten Verträge, die bedenken die ja gar nicht. Also das weiß ich nicht. Ja. Also nach einer Saison. Ach so, Real-Life-Verträge ja, Real-Life so von den Jahren. Ja. Ach so, ja. Das ist ja im Spiel irgendwie gar kein Ding. Ja, es ist halt gefühlt in allen Karrieren gleich, habe ich das Gefühl, dass immer die gleichen zurücktreten. Ja. Auf jeden Fall. Alonso halt, Hülkenberg immer genau. Zum Anfang. Ja, da bin ich jetzt dann gleich mal gespannt, wie die 95er KI hier performt. Hoffentlich nicht so gut. Also wenn wir jetzt immer noch außerhalb der Top 10 sind nach dem Qualifying, dann müssen wir uns Gedanken machen. Dann müssen wir uns ein neues Spiel suchen. Also ich sag mal, um die Top 5 muss man schon irgendwie muss kämpfen. Leider muss man da schon sein jetzt. Ich will nicht zu früh irgendwas sagen, weil dann blamieren wir uns nur, aber eigentlich. Ich finde, wir sind gute Rennen gefahren jetzt, die ersten zwei. Ja, also da ging nicht mehr. Da ging auf der Schwierigkeit ging. Vor allem Jeddah war echt sehr gut, fand ich. Also da, auch wenn du deine Verbremser nicht gehabt hättest, da vorne wäre man nicht mehr rangekommen. Die waren zu krass. Da hätte man echt nichts besser machen können eigentlich. Ich habe jetzt in beiden Rennen ein bisschen zu viel Fehler reingehauen. Das muss besser werden. Ja, aber die Jeddah-Dinger waren echt nicht mal schlimm, glaube ich nicht. Und das war mit DRS, ist man da eh so schnell wieder vorbei. Ja, eben, du bist gleich wieder dran. Eigentlich, also die harten waren die beste Entscheidung, ey. Hätte ich die Soft genommen, das wäre ja der Tod gewesen. Also das musst du jetzt auch mal probieren, die weicheren im ersten Stint zu haben. Beabsichtigt halt auch. Ja. Dass man da ein bisschen früher reinkommt. Das ist schon, echt OP, auch wenn die gebraucht sind. Ja, also irgendwie, ja. Komischerweise. Reifen nach einem Stop ist irgendwie immer. Die sind immer krass. Oh, ich muss aufs Klo. Ja, wahrscheinlich ist es halt, wenn die KI-Schwierigkeit höher ist, deutlicher halt. Man merkt es halt krasser dann. Wahrscheinlich, das stimmt. Okay, jetzt tue ich mal umbauen. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja. In der Pause. Du kannst irgendein Upgrade vielleicht noch reinhauen. Stimmt. Zeit. Ich baue jetzt erstmal das Auto um. Jo. So. Bauen wir denn hier? Ich weiß nicht, wie viel Komponenten ich umrüsten darf, ohne dass. Wobei, Motorschäden haben wir ja nicht. Ich baue einfach alles um. Alles außer Energiespeicher. So. Steuerelektronik. Lassen wir. Getriebe. Getriebe können wir auch lassen. So. Also. Chat. Was entwickeln wir? F und E. 1700 Punkte. Getriebe, Strapazierfähigkeit. Wir haben ja erst gerade Strapazier gemacht. Wir haben. Was wollt ihr haben? Statoren. ECU. Was haben wir hier noch? Chassis.
Chassis haben wir, glaube ich, nichts. Können wir nichts machen. Oh, wir könnten theoretisch Frontflügel machen. Für 1300. Da können wir direkt rausballern. Oder Halo. Oder Motor. Motor. Okay, Motor, sagt ihr. Statoren. Statoren. Machen wir die Statoren. Und RS. Treibstoffeffizienz. Okay. Wir machen die beiden, okay? Ah, wobei, können wir zwei gleichzeitig machen? Egal, wir machen Motor. Ihr sagt Motor, wir machen Motor. Ja, es geht. Oh, crazy! Okay, das wird ein krasser Sprung, glaub. Da bin ich wieder. Was hast du noch gemacht jetzt? Ich habe Motor zweimal Motor gemacht. Das ist ein bisschen nervig, dass mir das nicht angezeigt wird. Ich habe Statoren gemacht und ECU-Treibstoffeffizienz ist mal für mich ganz wichtig. Perfekt, perfekt. ERS ist auch ganz wichtig immer. Also da stand gerade ein richtig großer Sprung, aber ich weiß nicht, wie groß der Sprung von Red Bull gleich sein wird. Ich habe jetzt mein Auto auch komplett umgebaut. Ah, ja, ich habe eigentlich fast überall. Ich habe fast überall neue Komponenten. Außer die Dinger, wo man eh nur zwei hat, die vielleicht noch. Genau, nicht, ja. Außer die zwei. Okay. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt können wir uns gut blamieren, wenn das schlecht wird. Ja. Okay, weiter zur nächsten Session. Let's go. Last race for today. Last race und hoffentlich best race auch. Direkt das P1 und 2. Ja, wer auch. Also mit dem Auto, das könnte man schon schaffen, ne? McLaren Front Row. Oh, der Helm ist eigentlich geil. Ist da Las Vegas Helm? Mir gefällt der Helm. Hab einen guten Helm ausgesucht. Ja, da gibt's schon ein paar gute, ja. Ich find's trotzdem schade, dass man die sich immer noch nicht so komplett selber designen kann. Also mit so Formen selber, so ein Muster irgendwie. Das ist genauso mit dem Auto halt auch. Ja, also das wäre eigentlich echt mal an der Zeit, dass das machbar ist. Der ist so naheliegend. Zu der Frage, was kann man da noch weiterentwickeln? Ja, sowas. Sogar simple Sachen. Das muss ja nicht mal. Mir würde auch schon ein anderes Menü würde mir schon viel bringen. Dass das einfach ein bisschen anders alles aussieht. Ich fand früher, kennst du noch diesen Entwicklungsbaum, diesen F&E-Baum, den man hatte? Früher? Den fand ich extrem geil. Ja, genau, bei F1.20. Diese andere Ansicht einfach. Ich fand das viel cooler als das heutzutage. Es ist halt einfach das Gleiche eigentlich. Ja. Nur anders dargestellt. Ja, aber ich fand, den Baum fand ich cooler. So optisch. Wir wollen den Baum zurück, ja. Jetzt muss Podium kommen. Ja, jetzt plötzlich ist der Druck da. Jetzt plötzlich Druck machen. Aber gut, jetzt performen wir halt so, wie es sein sollte mit dem Auto, hoffe ich. Das ist schon gut so. Das ist bisher, also Jada war jetzt gut, aber auch nicht irgendwie besonders. Getriebe habe ich übrigens auch nicht getauscht. Okay, ich habe da ein neues rein. Ich glaube nicht, dass man da so Probleme haben wird mit 10 Rennen. Das wäre schon. Wir haben ja auch keine Motorschäden. Oder dann fällt da schon mal kein Teil irgendwie komplett aus. Das sollte echt gut klar gehen. Lenkrad aussuchen. Stimmt, da haben halt alle das Lenkrad. Gleiche. Dann habe ich mal bei Arriva, habe ich das glaube ich mal gehört, einen eigenen Motor irgendwie herstellen, den man dann auch an andere Teams verkaufen kann oder wie auch immer. Also da könnte man so viel machen. Das ist wirklich, also so wie die Karriere jetzt ist. Ja, im Prinzip kann man den Manager draus machen. Ja. Könnte man. Nur mit Parts designen, Autoteile designen und so. Dass man zum Beispiel, das habe ich auch mal gehört, dass man die Upgrades auch wirklich optisch am Auto sieht. Das wäre mal so ein Schritt. Also so viel, dass man sich ein Chassis auswählen kann vor der Karriere. Also so eine Nase und so, die sehen ja alle ein bisschen unterschiedlich aus. Da hat man ja immer nur dieses Standardauto. Also, da gibt es so viel. Was auch schon seit Jahren irgendwie vorgeschlagen wird, aber das juckt da anscheinend keine Sau. muss man leider so sagen, es ist einfach so. Also für die Karriere, da kümmert sich ja keiner drum, seit Ewigkeiten. Das ist so, ja, Karriere gibt's doch. Ja. Was wollte denn? Karriere ist doch im Spiel. Super, danke. Das war ja auch eine Frechheit, da kam ja vor Release dieses Spiels kam so ein Artikel raus. In der Karriere, was wurde geändert? Ah, die Fahrer haben neue Werte. Es sind die neuen Strecken in der Karriere. Irgendwie sowas nach dem Motto. Ja, vielen Dank. Das ist ja super.
Kann McLaren euch kicken? Nee. Hoffe nicht. Nee. Also das geht. Ich glaube, das. Also ich, vielleicht, wenn man es kommt. Aber nicht. Nee, das gibt's auch nicht mehr. Das gibt's auch nicht mehr zum Beispiel. Da gab's doch früher auch, kennst du diese Emma noch, diese Agentin, die man hatte? Mhm. Da immer mit dieser Animation, wenn man rausgeschmissen wurde, als die Vertragsverhandlung kam, das war so viel cooler. Das, ja. Weiß ich. Ich habe auch so viel aus den Spielen rausgenommen mit den Jahren, das verstehe ich überhaupt nicht. Ah, meine Runde war ganz scheiße. Ja, meine war jetzt auch nicht perfekt, aber P3 trotzdem. Ich bin mehr auf Labern konzentriert als alles andere. Ja, erstmal einfahren hier. Das war die P3 Einfahrrunde. Dieser letzte Sektor gefällt mir echt gut. Euch aber, euch wird jetzt auch oh. Total. Ja, das nicht ist besser schlecht. So, aber das ist wesentlich ja. Besser. So sollte es sein. Wir sind ja nur hinter Red Bull jetzt, ne? Ja, stimmt. Co-op My Team. Das wäre auch krank. Co-op My Team. Und dann so das Auto weiterentwickeln mit Nose und so und Heckflügel ja. Designen. Das ist wirklich, da kann man so. Das ist so viel. Optionen gibt's genügend. Da gibt es zu viele sogar, um die alle in ein Spiel zu bringen, fast. Und dann lese ich auch immer wieder die aktuelle, oder nicht immer wieder, aber ab und zu, dass die aktuelle Karriere ja gut funktioniert. So never change a running system, weißt du? Warum soll man was ändern? Ja, weil es langweilig wird nach 4 Jahren demselben Zeug. Deswegen soll man was ändern. Was ich halt traurig finde, diese, also wenn EA irgendwas postet, egal was, dann kommt irgendein Kommentar, change this. Ja, ja. Wo sind die Helme? So. Ja. Keine Ahnung. Das ist echt. Mach Karriere besser. Das muss die doch auch nerven. Kann also, das keiner erzählen. Ich hoffe, dass die das nervt. Classic Cars wieder zurück. Classic Cars habe ich ehrlich gesagt nicht oft benutzt, aber dafür, dass. Also die Supercars jetzt, die sind ja voll für den Arsch. Das interessiert ja keine Sau. Das ist Speicherplatz vergeudet. Das ist aber wirklich. Also die sind ja so unnötig. Dass es diese Supercar-Events auch in der Karriere immer gibt. Also bitte. Wer macht die denn? Ja, vielleicht 2 oder 3 in der Saison fände ich cool. So wie Hamilton ja manchmal das auch vielleicht so einen okay. Showrun hat. Ja, ja, klar, okay. Das fände ja. Ich okay. Das ich komme vor jedem Rennen. Vor jedem Rennen. Ja. Das ist echt. Mal direkt überspringen. Die bringen nicht mal was. So, ich fahre jetzt ein bisschen früher eher raus gleich wieder, dass ich danach nicht mehr so hetzen muss. Stimmt, man kann mit den Supercars nicht mal Rennen machen. Man kann da nur Zeit fahren und diese komischen Challenges machen. Hört mal auf zu reden, das ist eine Kaffeefahrt oder was? Ja, das ist beides. Also wir sind jetzt erste Runde gefahren, Leute. Chillt mal. Kein E-Sport auf jeden Fall. Kein E-Sport, ja. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt, wir sind keine E-Sport, ne? Falls das noch nicht aufgefallen ist. Boah, eine Tausendstel zwischen Leclerc und Verstappen vorne, krass. Was bist du gefahren? Wie viel sind wir auseinander gerade mit der Runde? 600stel. Oh. Also nicht viel. Ich hab 13,25, du 13,31. Also ja, aber stimmt schon, jetzt sind wir ordentlich von der Platzierung. Ja, das ist jetzt. Da geht außer auch wir treffen jetzt was, beide, so eine perfekte Runde. Direkt P1 und 2. Aber das wäre auch okay. Das, also mit dem Auto. Wenn man ja. Sieht, wir sind ja nicht weit weg von Red Bull. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, wie weit wir weg sind in Motorzeugs, Chassis und so. Ich weiß jetzt nicht, bei Strapazierfähigkeit sind wir wahrscheinlich... Da sind wir wahrscheinlich letzter, ja. Aber ja. Das ist auch immer das Unwichtigste. Vielleicht täuscht das ja auch ein bisschen, keine Ahnung. Wer weiß. Oder die Statistik ist einfach falsch. Die Strapazierfähigkeit fließt da aber eh nicht mit ein. In die. So, in ich baller jetzt auf jeden Fall nochmal eine. Ja, ja, jetzt brauchen wir mal eine gescheite Runde. So, jetzt.
Ah ja. War okay. Wo bist du? Fünfter jetzt. 12.9. Ein Try noch. Zwei lila Sektoren. Stark. Aber die verbessern sich auch alle nochmal ordentlich immer am Ende. Ja, no, boah, was? Krass. Ja, knapp wahrscheinlich. Na, ich habe auch 12.9. Crazy. Was hast du? 9? 9.06. Oh, ich habe 9.19. Krass. Kann die Nadel beieinander sein. Das ist krass. Aber ich war echt lila im ersten und zweiten. Da muss ich im dritten voll verkacken. Ja, ich glaube, das stimmt irgendwie nicht, oder? Das kann ja nicht sein. Also, ich weiß auch nicht, was ich da im letzten falsch gemacht haben soll. So dramatisch zumindest nicht. Ja, aber das gefällt mir wesentlich besser so. Ja. Komisch eigentlich. Ja, ja. Dass es direkt schon 5 Stufen sein müssen. Aber wir waren auch ordentlich zu langsam. Das war nicht nur ein bisschen. Ja, ja. Wann kommt der nächste Stream? Gute Frage. Nächsten Donnerstag wahrscheinlich, vielleicht? Ja, mal schauen. Ich weiß es. Also wir haben vor, auf jeden Fall das schon wöchentlich zu machen. Ne? Ja, das ist schon der Plan. Genau. Also ich streame ja immer dienstags und donnerstags und sonntags, wenn Liga ist. Nachdem können natürlich auch mal dienstags. Ja, ja. Flexibel. Schauen wir mal. Kündigen wir rechtzeitig an auf jeden Fall. Genau, also ihr seht das ja dann. Bekommt ihr schon mit. Ey, krank, wie eng ist das denn? Also es stimmt auf jeden Fall. Boah, schau mal, die ersten 6, 7. Ja, wobei die ersten 6 jetzt hier. Hamilton vor Russell 0,003, Verstappen 0,005, Leclerc 0,006, dann ich 0,040, dann du 0,053. Das ist so krass. Krass. Ja, da kann echt eine Zehntel das ausmachen. Das stimmt schon. Du hast schon 2 Lieder-Sektoren gefahren. Ja. Was hab ich denn im letzten, Sektor 2 Zehntel verloren. Ach krass, ja stimmt. Ich hab gar nichts lila hier. Beim letzten bin ich ja ganz, ganz schwach. Also das ist ganz schwer so, ja. Von denen hier vorne zumindest am langsamsten. Ja, aber das ist ja heftig, da eine halbe Zehntel. Ah, oh, da muss die letzte Runde schon echt passen dann, ey. Boah, also man muss trotzdem richtig ballern. Also wenn man da unter den besten Teams mitfahren will, musst du auch auf der KI ballern. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es allgemein in der Koop einfach etwas schwerer, kann schon sein. Ja, offensichtlich, ja. Ja. Aber das Feld ist halt auch sehr nah beieinander, weil Sargent ist 1,4 Sekunden von der Pole das weg. Das stimmt, ja. Platz 17, keine super, Sekunde. Das ist echt extrem. Super eng, ja. Top 10 auch eine halbe Sekunde nur. Warum fahren wir mit Standard-Setup? Ja, dass wir nicht großartig ständig irgendwas Setup rumschrauben müssen, das nervt. Setups hat man dann im Liga-Race wieder. Spielt jetzt auch nicht so die Riesenrolle, wenn beides gleich nehmen. Ja, eben. Wahrscheinlich wäre man insgesamt, wären beide schneller mit einem Gescheiten, aber das so ist es ja trotzdem ausgeglichen. Jo, warte mal, wie viel Zeit ist noch? Ja, noch ein bisschen warten. Neue Reifen sind ja so bei drei Minuten oder so kann man mal fahren vielleicht. Gerade mal schauen, was hat denn mein Fahrzeug hier? Getriebe ist jetzt, ja, das hält noch locker hier durch. 35% hat das jetzt. Das hält das Rennen auch noch durch. Fährst du die letzte Kurve Vollgas? Schreibt gerade jemand. Nee.
Fast Vollgas. Ich bremse da so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel man bremsen kann. Bremst du gar nicht? Also ich gehe halt nicht, gehe leicht vom Gas. Ja, muss ich mal. Vielleicht ja. waren das so die zwei Zehntel. Hey, krass, der bremst in der letzten Kurve. Ja, so minimal, so ganz kurz antippen halt. Okay. Aber muss, ja, kann man sich wahrscheinlich sparen, stimmt schon. Also leicht vom Gas reicht. Kommt darauf an, wie man reinkommt in die Kurve. Ja, klar. Aber dann sicher sind das dann die zwei Zehntel. Ja, wenn du das noch triffst, dann ist Pole. Wenn der Rest dann noch passt. Obwohl, jetzt Leclerc. Bisschen stärker. Mal kurz gucken. Zwei Zehntel raus. Hülkenberg. Nur Hülkenberg ist draus. Fährt jetzt auch noch mal rein. Hülkenberg ist wieder drin. Ich muss mal schauen, wie ich die erste Kurve besser kriege. Die habe ich etwas. Ja, mein erster war sehr gut eigentlich. Ja, ich sehe es. Ja, dein erster ist jetzt noch lila. Leclerc hat den zweiten. Ja. Leclerc war saustark im zweiten. 29,3 ist schon nicht ohne. Aber mal gucken, was da noch geht. Ja, da fahren wir uns schon echt ordentlich um die Ohren. Hey. Wie stellst du es ein, dass die Trainingssession simulieren kannst? Kann man auswählen, bevor man reingeht ins Training? Wird gefragt immer. Wie bitte? Joa. Ich war gerade. Nee, es war gerade eine Frage. Ach so, sorry. Ich war gerade woanders. So. Ich glaube, so langsam. Ich fahre mal raus, weil ich habe immer. So langsam muss man mal. Sprit kannst du noch ganz runter, falls du es nicht gemacht hast. Ah ja, nee, habe ich nicht. Dann müssen wir echt langsam mal. Boah, habe ich diesmal neue Reifen gewählt? Idiot. Ich bin mir wieder nicht sicher. dann habe ich frische fürs Rennen immerhin, wenn nicht. Das ist der Vorteil. Ja, aber dann nimm die am. Wobei am Start weiß ich nicht, ob du die dann bekommst, wenn du direkt mit denen losfährst. Ich glaube, vorhin hatte ich die doch. Das war vorhin in Baku. In Saudi war. Ah doch, sind frische. Diesmal nicht versagt. Oh, jetzt bin ich hier mittendrin. Du auch. Hätten wir uns noch ein bisschen Zeit lassen können, glaube ich sogar. Ich schau mal, dass der da vorbeifährt. Da habe ich auch wenig Lust drauf jetzt. Fahrt mal alle. Ich will am besten ganz hinten. Oh, der Red Bull ist, glaube ich, auf der Soll ich vor dir oder? Kannst oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich will den Red Bull, würde ich noch lassen, dass wir ganz hinten einfach in Ruhe dann sind. Ja. Weiß nicht, was der vorhat gerade, aber. Schau, jetzt fährt der nicht. Oh, das ist so nervig. Der kommt da so schnell angeschossen, dann will man den vorlassen. Ja, Verstappen will als letzter fahren. Lass den Verstappen als letzter fahren. Der will sich nehmen lassen einfach. Wird nichts bei dem. Der will das sich nicht nehmen lassen. Und dann fahre ich jetzt vor. Ja, fahr. Ach, was machen die da vorne? Ach komm, ey, ihr seid... Jetzt fährt er vorbei, oder was? Das ist echt zum Kotzen. Was machen die hier vor mir auch? Also komm, bitte, wirklich. Das müssen die doch mal hinbekommen. Also, guck mal, jetzt fährt der vorbei und bleibt stehen. Also... Das Chaos im Qualifying. Boah, eine Minute noch. Ja, ist easy. Hoffentlich. Ja, das ist doch der letzte Sektor, sind ja 20 Sekunden oder so. Wenn überhaupt, das passt schon. Wie nah die auch hintereinander immer fahren, das ist auch komisch. Mhm. So, beste Bedingungen. Ach, stimmt, das geht echt easy ohne Bremsen da. Na gut. Gut zu wissen. Oh,
Scheiße, Fehler gemacht. Oh, das könnte gut werden. Ganz vorne nicht, aber Vierter. Ah, come on. Na, ich hab's verkackt. Ah, schade. Schade, aber Vierter und Sechster, come on, da ist doch stark. Ja, ist gut. Das ist schon eher da, wo wir sein sollten. Na, hast getroffen. Aber ich hab eine Kurve nicht erwischt. Ich bin einmal in die Marbles reingefahren, hat er mich schon gewarnt. Ey, was Marbles aufgesammelt? Soll ich zu weit rüberfahren? Boah, eine Zehntel. Nein. Ja, wieder zwei Zehntel. Oh, Junge, wieder Lieder in heftig. Den ersten beiden. Schau mal, wie du das will ich mal angucken. Wo sieht man das? Rennleitung? Hm. Wolle fahren wieder umgedreht. Das wäre, glaube ich, spannend bei uns, so das zu machen, so als Rivalität. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe wieder am meisten im letzten verloren. Irgendwie den kriege ich nicht so hin, anscheinend. Aber was hattest du da? Du hattest 21,5. Ja, ich habe. Ich habe jetzt die letzte. Ich habe wieder so fast zwei Zehntel nur im letzten Sektor. Also in der ersten Kurve habe ich gerade ein Zehntel geholt. Mhm. Aber im zweiten und dritten Sektor habe ich es gerade liegen lassen wieder. Ja, ich, okay, ich habe in der letzten habe ich ein bisschen was aufgeholt. Da war ich vorhin ganz schlecht, aber das war immer noch nicht so toll anscheinend. So. Jetzt mit anderen Reifen losfahren. Boah, jetzt haben wir halt. Frage ist, Soft müsste eigentlich gehen. Soft-Medium-Strategie. Gucken, was er vorschlägt. Ja, ich habe Soft-Medium, habe ich vor eigentlich. Dann können wir halt nicht gleichzeitig stoppen, da hat einer irgendwie einen Vorteil dann, aber. Ja, kann der Führende dann entscheiden, würde ich sagen, ne? Wer auch immer vorne ist, irgendwie. Ja, genau, je nach Situation. Kann dann gucken, ja. Zur nächsten Session. Ja, Podium möglich, theoretisch. Die anderen Teams vorne sind schon theoretisch, stark. Theoretisch, ja. Je nachdem. Ja, das ist, ich glaube, den Vorteil, den man meistens hat gegen die KI, ist, dass die halt auch viel unnötig kämpfen im Rennen. Das stimmt. Und an dummen Stellen vor allem. So richtig unüberlegt. Mhm. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass wir im Rennen besser sind als im Qualifying. Also eher umgekehrt sogar. Ja. Das Quali ist mir bislang leichter gefallen. Von daher mal gucken. Auf jeden Fall mal doppelte Punkte, obwohl hatten wir vorhin auch schon, ne? Aber also Top 5 beide. Ich glaube, das ist realistisch. Halt. Ja. Beide Top 5, deswegen. Das wäre gut, ja. Das wäre ein Erfolg. Wenn wir das umsetzen können. Aber ich glaube, es hat schon gut ausgesehen. Ja, ja. Von der Speed her. Speed. Es ist an der Zeit, einen Blick auf ich denke mal, Speed. Sie werden. Der schlägt mir wieder hart Medium vor. Ach komm, geh weg. Geh weg. Springen. Soft Medium sieht aber recht easy aus. Also, das wird gar kein Problem. 23 so. Runden sind das hier, wow. Ja, eine Sekunde. Ja, das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Das ist auch echt viel wert, früher reinzukommen. Auf Fahrten muss man ja ewig fahren im ersten Stint. Also, das. So, Sprit. Nee. Aus der Sprit, 1,5 Runden wieder mehr. Ich hatte bis jetzt eine mehr und das hat beide Male gut geklappt. Oh, ich habe immer so einen kranken Spritverbrauch. Ich mache lieber eins. Ich weiß das immer. Das ist halt auch in jedem Auto irgendwie anders. Also, schwer einzuschätzen. Okay, dann. Let's go. Come on. Oh ja, alle starten wahrscheinlich auf Soft, ja. Ja, okay. Ja. Start könnte hier interessant werden. Das ist echt ein langer Weg in Kurve 1. Okay, so let's go through. Ja, je nachdem, wie die KI jetzt halt wegkommt wieder. Ich bin mir sicher, entweder Russell oder Leclerc da vorne bleiben fast stehen wieder. Also ich glaube, ich habe noch fast nie einen Start erlebt, an dem vor einem jeder gut wegkommt. Das, also mindestens einer ist immer dabei, der gar nichts auf die Reihe bekommt, warum auch immer. Aber über die Starts dieses Jahr bin ich eh sehr froh. Das war ja in 22 eine ganz andere Nummer. Ja, jetzt hast du halt das Problem, dass die KI immer oft gar nicht herkommt. Ja, weil das verstehe ich auch nicht, warum die das so schlecht gemacht haben, ja. Wenn die KI noch ein bisschen besser machen würden beim Start, dann wäre es sehr gut. Ich kann mich noch erinnern an F1 2015.
Da habe ich immer versucht, mit Rosberg gegen Hamilton aus der ersten Startreihe zu starten und besser wegzukommen als Hamilton, quasi von Platz 2. Mhm. Und es hat nie funktioniert, nie, egal wie oft. Ja. Das war krass. Aber da musste man auch nur Gas geben, ne? Da gab es noch gar nicht diese Kupplung, oder? Das kann sein, 15. Ja. Ich glaube, das kam so mit 16, 17 irgendwann. Ja. Ja, eigentlich war die KI immer besser als der Spieler an Start. Das ist echt erst dieses Jahr so, dass man da einen Vorteil hat. So, wie stark werden die Mercedes sein und die Red Bull? Und Ferrari von Paul. Vor allem, Hoffentlich nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder so durchkommen wie in Jeddah gerade. Dann sieht es, glaube ich, richtig gut aus. Erstmal zumindest. Come on. Drittes Rennen für heute. Danach bin ich echt toasted, glaube ich. Ich auch, komplett. Ja, so 35% sind schon auch recht lang. Das ist klar. Das ist gar nicht so super kurz. Unterschätzt man, ja. Let's go. Oh, Russell steht. Wow. Die ja, alle stehen! Was ist das denn? Ich bin Erster. What? Oh Gott, hast du das überlebt? Das war knapp. Ich wär's ja auf harten, lol. Was war das für ein Start? Ich bin da zwischen den allen durchgefahren einfach. Das war ganz, ganz knapp an einem Schaden vorbei. Das sah auch echt wild aus, ja. Klar, immer ein Ferrari ist immer auf hart, ey. Immer, egal welches Rennen. Typisch gute Ferrari-Strategie. Das heißt, direkt vorbei an diesem Leclerc. Das ist gut für uns dann. Das ist dann sehr gut, ja. Wenn der wirklich langsam ist. Das ist dann sehr, sehr gut. Dann sieht's top aus. Oh ja, der rutscht schon richtig hier durch. Red Bull ist doch eigentlich gut. Das ist ja, nur ja die verkacken in den Top 5. Komischerweise manchmal das Qualifying. Ja, Perez vor allem wundert mich. Der ist eigentlich saustark in dem Spiel. Oh, jetzt habe ich auch gerade gebremst, habe ich gerade gemerkt in der letzten Kurve. Aber mit mehr Sprit. Ja, das ist anders. Ah, die ist auch schwer einzuschätzen. Ich finde das nicht so ganz leicht, da schnell durchzukommen. Ja, hast du dann Vorteile, wenn du dran bist gleich oder wenn du dran sein solltest. Das ist halt zum Überholen gut. Leclerc ist schnell, ne? Ja, ich habe den gerade unterschätzt. Der war auch schnell auf der Geraden. Ja, aber auch so mit harten Reifen hätte ich mir das jetzt nicht so vorgestellt, dass der so gut mithalten kann. Er ist noch gelacht über Ferrari. Ja. Am Ende ist das die OP-Strategie. Der snackt dich gleich. Das würde mich nicht wundern, ne? Ich komme da nicht weg. Bin ich langsam oder fällt es dir auch schwer? Nee. Also, ich muss gerade auch echt ordentlich Gas geben. So, Schild direkt weg. Braucht man eh nicht da. Das Auto hat schon ordentlich untersteuern. Ja, also in dieser letzten Zumindest Kurve auf gerade, der Strecke. Das war schwierig. Oh, DRS, da wird es jetzt gleich ganz interessant für mich. Aber Russell hält nicht so gut mit da hinten. Jawohl. Ah doch, der ist schon ganz nah dran. Der ist schon nah dran, ja. Er klebt da schon am Heck. Der Leclerc mit den harten Reifen, das gibt's doch nicht. Ich, ja ich muss schon auch kämpfen, da dran zu bleiben. Also ich muss schon echt ordentlich ERS rausballern. Ich hab mir das so vorgestellt, dass du vorbeiziehst und dann hält der die alle auf dahinter oder so, aber nix da. Wie viel ERS hast du noch? 22. Okay, ich hab noch 33. Red aber nicht drüber. Ich muss echt pushen jetzt. Dass wir da irgendwie vorbeikommen hier.
Ey, der zieht echt gleich vorbei. Der hat mich gleich, ja. Das ist schon heftig mit harten Reifen. Wo kommt das denn her? Also in der letzten Kurve merkt man das Standard-Setup. Aber eigentlich nur in der letzten Kurve. Ja. Ja, es gibt bestimmt. Natürlich, also so ein gescheites Setup ist schon besser, aber. Ich finde das Standard-Setup echt angenehm. Ja. Ist so gut. Bisschen Frontflügelhöhe und dann ist das eigentlich top. Ja. Ja, die E-Sportler würden dich jetzt für diesen Satz verfluchen. Raus! Ja, wahrscheinlich zu Recht, aber ey. Bin ich ohne Grund kein E-Sportler. So, Batterie ein bisschen laden wieder. Ja, okay, und in der merkt man es auch, finde ich. Ja. Das ist auch ich glaube, das bestelle ich mir gleich zum ersten Boxenstopp. Flügel? Ja, das ist eine gute Idee sogar. So ein bisschen, so zu 2, 3 hoch kann man schon machen. Ja, der schiebt dich ja gleich. Ja, der ist... Gerade auf Stadtziel war es noch gut, aber ich glaube, jetzt ist es vorbei. Der ist ja direkt... Das ist wirklich krass. Die betagten Reifen. Das ist unfassbar. Ey, ich muss da alles an ERS raushauen. Ja, ich auch um irgendwie, aber jetzt hat er mich, glaube ich, oder? Kann ja nicht wahr sein. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Bei Ferrari gerade so P1, die ist gut. P1. We are checking. We are checking for position. Oh, Mann, oh, Mann. Boah, die sind alle so nah beieinander im Moment. Das wird echt ein enges Ding. Ich hoffe, ich kann in dem hier dranbleiben. Nicht, dann wäre es ganz bitter. Der hat ja später dann weichere Reifen als wir auch noch. Dann wird es ja komplett unlustig. Außer die harten sind hier irgendwie so ein... Kann natürlich auch sein. Wer weiß. Ich habe jetzt schon 28%. Oh, okay. Wird bei mir wahrscheinlich ähnlich sein. Er zieht schon weg, oder? Ja. Kann man leider nicht schönreden. Oh, das ist die letzte Kurve, ey. Ja, Russell bleibt aber auch dran. Der klebt wie so ein Kaugummi. Ja, und jetzt mit DRS komme ich wieder ran an den immerhin. Das ist gut. Das wird noch ein ganz interessantes Rennen. Ja, ich lade es mal eher erst schön. Ach, das macht es. Kann wahrscheinlich nicht schaden. Ich weiß nicht, ob ich mir das erlauben kann, weil dann ist der weg. Das will ich eigentlich nicht zulassen. Immer schön abwarten. Solange Russell da noch nicht zu krass Druck macht. Ja, du hast halt mich, um DRS zu bekommen. Ja. Ich nur Leclerc, wenn der weg ist, dann ist es unschön. Runde 10. Krass, wie stark das DRS ist, wenn der davor keins hat. Der hatte gar keine Chance gerade. Ey, Reifen sind schwierig. Ich habe 36 vorne links schon. Ich habe 37 schon. Ähnlich. Das wird, glaube ich, keine lange Aktion mehr. Vor allem, wie schnell und wie lang der jetzt halt draußen bleibt. Ich war echt fast am Überlegen, auch auf Harte zu gehen. Sogar fast.
Weiß nicht, ob das so dumm wäre. Der Leclerc ist ja super schnell auf den. Die Softs gefahren. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich komme jetzt rein für harte. Okay. Dann komme ich die Runde drauf. Mir gefallen die Softs nicht mehr und Leclerc auf harten umso besser. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Und Undercut jetzt vor allem. Was eh nie so verkehrt ist. Ah, oh, jetzt hat er auch DRS. Puh. Flügel habe ich noch ein bisschen hochgestellt. Oh nein! Oh, jetzt hab ich auf den Chat geguckt, habe ich den Stop verpennt. Super. Halb so tragisch. Oh, das ist echt nicht so tragisch. Naja, der Undercut zieht trotzdem. Sechs Zehntel vielleicht verloren oder so. Mein Gott. Ich probiere mal die Medium aus. Jo, mach das. Mach das. Ich war mir halt nicht, also jetzt schon auf Mediums war ich mir nicht sicher, ob das nicht zu früh ist. Das sind schon noch ordentlich ein paar Runden, ne? Wobei, was hat er denn vorgeschlagen? Am Anfang hat er doch hart vorgeschlagen. Der hat Medium vorgeschlagen, ne? Oh. Ja, okay, dann ist wahrscheinlich Medium tatsächlich eine schlechte Entscheidung. Aber es war's, dann komme ich jetzt auch rein für hart. Ja, ich will es jetzt auch nicht ausreden. Ich weiß auch nicht, wie die harten sein werden. Nee, macht schon Sinn. Ich meine, Chef redet ja auch nicht immer Schluss. Bevor der jetzt gleich wieder vorbeikommt. Aber nicht immer. Wahrscheinlich wird dein Undercut von dieser einen Runde jetzt auch schon crazy sein. Kann gut sein, ja. Aber ich fand die Softs jetzt nicht mehr schön. Gegen Ende. Gut, ich hatte einen relativ schlechten Stop, weil ich das verkackt habe. Oh, die Boxen einfach immer. Also, naja. Oh, ich bin da übervorsichtig meistens. Ach, ja, zweimal abbremsen. Ja, ja. Naja, lieber so, mein Gott, dann verliert man eine Sekunde. Ja, das ist auf jeden Fall besser als eine Strafe da zu kassieren. Oh, 2,2. Oh, dann wird's, glaube ich, knapp. Ich hatte 3-0. Weil ich das Ding verpennt habe. Oh Gott. Oh nein. Jesus Christ. Oh. Sehr knapp. Krass, oder? Was die paar Zehntel da ausgemacht haben. Crazy. Ja, ich glaube, hart ist schon safe auf jeden Fall. Ja, da haben wir mit Schleiß jetzt keine Probleme, zumindest mal. Die Frage ist halt, ob wir halt auch so schnell sind wie Leclerc. Ich weiß es nicht. Also das war schon beeindruckend, was der da gemacht hat, ne? Ja. Obwohl, Russell ist direkt vorbei an dem. Sonst ist noch keiner rein. Dauert wahrscheinlich noch. Ja, also wenn die auf Mediums gehen, dann wahrscheinlich erst Runde 10, schätze ich mal. Sowas. Ja, bei mir war 10 angepeilt gewesen. Bei mir auch, aber das habe ich selber gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so das Beste war. Ja, jetzt haben wir so einen Undercut auf die. Das kann nicht schlecht sein. Das glaube ich nicht. Ich hoffe es zumindest. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die letzte Kurve jetzt läuft. Oh, deutlich besser. Ich habe da gerade runtergeschaltet. Oh, viel angenehmer. Viel besser. Ja, die war vorhin gar nicht geil. So in den ersten Runden. Ja. Oder vor der also mit der Einstellung, ich habe 2 Klicks höher gemacht. Ah, stimmt, ich ja auch. Ja, ja. Ja, das macht Sinn. Das erklärt einiges. Allein die 2 Klicks machen es schon echt wert. Ich finde es krass, wie wir quasi immer ähnlich schnell sind. Aber das finde ich voll geil. Genau so soll es ja sein. Gefällt mir nicht, dass wir so nah schon an den hinteren dran sind. Ja. Ja, aber die Soft müssen jetzt langsam mal. Ja. Also schnell sind die auf jeden Fall nicht mehr. Auch da vorne, guck mal, was für eine Schlange das ist. Hast du die komplette Karte an? Ja, ne? Ja. Und dann siehst du es ja. Ja, ja. Oh, Damian, danke sehr für die 10 Euro. Schön. Ein bisschen sparen jetzt in ERS. Oder schnell vorbeifahren. Alter, ja, die sind auf jeden Fall auch. Warte, das ist nicht gut. Auf den Hart halt. Ja, jetzt, also jetzt beginnen die schon aufzuhalten. Stimmt, die sind ja auf hart, habe ich gerade erst gesehen. Ah, nur Albon. Ah, die kommen immer nicht rein, was? Was ist das denn? Ja, doch, ein paar sind schon. Ist das Leclerc der Ferrari? Ja, muss. Nee, Leclerc wird es nicht sein. Oh Gott. Das Science ist es. Och nö. Boah. Das gefällt mir nicht. Oho. Boah, Albon hat Ricardo gerade außen überholt. Ich war da innen, der hat so die Tür zugehauen. Das hätte ganz kritisch werden können.
Ricardo hat sich direkt schon in den Flügel jetzt angehauen gerade. Ja, aber egal, die Zeit, die wir jetzt verlieren, die haben wir schon easy gut gemacht. Guck mal, die sind ja erst auf der Geraden, die verlieren unfassbar viel Zeit da vorne. Die sind ganz, ganz langsam. Der Schlangenlin hinter unter Albon. Ja, das ist... Safety Car. Schnell ist was anderes auf jeden Fall. Ah, oh, jetzt schaffe ich es nicht mehr ganz vorbei wahrscheinlich. Ah, egal. Außenrum. Oh, crazy. Wie lang die mit diesen Softs fahren, das gibt's doch nicht. Weißt du, wie die bei uns aussehen würden? Ja. Nicht mehr schön auf jeden Fall. Es ist seit Tag 1. Ja, ja. Ah, jetzt fahren sie rein. Oh, ich bin hier so langsam. Oh Gott, wie du da rankommst. Hilfe. So, Attacke. Ich geh nach außen. Doppelter Windschatten. Alter, der war gar kein Topspeed, Hilfe. Weil der auch der ist halt hier. Oh, was für ein Manöver. Oh, ich hab ihn auch noch. Wir werden so weit vorne sein. Das ist in Spanien. Glaube ich. Das ist in Spanien. Das war jetzt stark, ja. Das war ganz stark. Es war schwierig, weil Sergeant auch DRS hatte noch. Von denen, die gestoppt haben. Oh, Stroll, der wird jetzt auch stehen. Na, pass auf nicht, dass du dir unnötig Schaden holst. Ja, ja. Die sind da manchmal so langsam. So viel riskieren müssen wir nicht. Vorne werden wir easy sein erstmal. Damian, danke für 10. Oh, bei mir auch. Damian ist ein Ehrenmann. Oh! Gasly! Oh, jetzt ist hier gelb! Sag, gib mir kein illegales. Nein, du Arschlochspiel! Echt? Ja, oh Mann, ey. Aber der Stroll, was hat der Stroll da gemacht? Der ist ja fast stehen geblieben. Ey! Ja, jetzt kommt er an die Box! Och Mann, ey. Das hatte ich direkt gerade 2 Sekunden gekostet. Ja, ich bin halt vorbei, da musste ich fast stehen bleiben. Boah, wie deutlich okay, wir jetzt leading. Davor sind. Oh. We are leading the race. Good job. B1, B2. Also noch war das gut mit diesen harten. Peru goes Patrick. Ich glaube, Gasly hat den Reifenschaden. Sieht so aus, weil der, der schleicht da so an die Box zurück jetzt gerade erst. Boah, der war die ganze Zeit gelb, als der gefahren ist. So, jetzt ist die Frage. Wie schnell ist Verstappen hinter dir? Schnell. Ich lade es mal ERS, dann müsstest du wieder rankommen. Ich hab 9%. Ja, aber fahr mal, mach da nicht irgendwelche extra langsamen Spielchen oder so. Ja, ich fahr jetzt einfach ganz normal. Ja. Normale Runden. Hauptsache einer holt sich das Ding. Delta-Runden. Justin, danke für 6 Euro. Danke, danke. Oh, der ist schon dran an dir, direkt. Ja, das, ja, guck dir das mal an. Boah, der ist eine Sekunde schneller gefahren in der Runde als ich. Krass. Das ist jetzt halt schon ein harter Schnitt von letzten Rennen zu jetzt P1 und 2 Rennen anführen. McLaren hat sich ein bisschen weiterentwickelt gerade. Ja, wenn man es so sieht, ist es ein bisschen Quatsch, aber wir waren davor auch echt zu schwach. Ja. Jetzt passt das gut, jetzt ist fast da. Wir haben halt auch über die Sommerpause gut. Genau. Oder Saisonpause gut entwickelt. Ja, wir haben auch echt gut entwickelt bis jetzt, ne? Kann man auch nichts sagen. Alles ist ja angekommen, alle Teile eingebaut, ja. Und das ist ja jetzt auch nicht so, als würden wir hier easy vorne wegfahren. Das stimmt. Wir sind da schon sehr nah dran, wahrscheinlich vorbei gleich. Letzte Runde nochmal rote aufschneiden. Genau, dann haben wir den ganzen Boxenstopp voraus. Das war das einfach so machen. Mach ich das hier mal ziehen, dann habe ich DRS gleich. Hol ich mit ihm wieder hoffentlich. Oh, das gibt dicke Punkte, wenn wir es schaffen. Oh ja. Nur nicht verkacken. Nur nicht verkacken wieder. Direkt auf einmal so einen Riesensprung machen. In der WM. Das wäre was. Wäre eine ordentliche Wiedergutmachung auf jeden Fall für den Quatsch. Für den Quatsch in Bahrain zumindest mal.
So, irgendwie leert sich mein ERS nicht auf. Nö, das kannst du voll vergessen. Also. Das müssen wir echt upgraden, sobald es möglich ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die ganze Zeit drücke. Eigentlich nicht. Ich drücke gar nicht so viel ERS. Nee, man drückt. Man muss nicht viel drücken. Das kriegt vielleicht 5% dazu, wenn man eine Runde lang gar nichts benutzt. Das ist echt nix. So, was macht eigentlich Sprit? Sprit sieht gut aus. Jawohl. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade irgendwie Sorgen macht. Leclerc ist auf dem. Ja, Leclerc hat diese Hard Medium gemacht. Reifen sind 19% jetzt. Ja, sollte eigentlich. Mehr. Ich war ja früher drin. Von der Performance gut gehen. Ich dachte, bei Rennen existiert für Kaje nicht mehr. Scheiße. Stimmt, da war ja was. Wenn das hier so zu Ende geht, dann existiert es wieder. Dann ist es okay. Gerade am Pushen. Ich? Ja. Geht so. Ich habe gerade ordentlich ERS auf Stadt Ziel weggeballert, damit ich vor dem bleibe. Ah, okay. Das muss ich aber auch so machen, sonst ist er durch und dann setzt er sich direkt ab wahrscheinlich. Der Abstand bleibt gleich. Ja. Moment. Oh, zu weit. Oh, aber hey, krass, du hast jetzt echt beide hinter dir. Leclerc und... Ja, der hat mich jetzt. Ja, ich hab's versucht so lang wie möglich, aber der ist schon schnell. Oh ja, Verstappen ist jetzt schon an mir dran. Ja, ja, der ist sau schnell. Art Medium. Leclerc auch nicht viel langsamer. Crazy, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Der ist ja direkt dran, schau, krass. In einer Kurve. Okay, da muss ich jetzt echt noch ordentlich ballern. Ja, ja, da musst du Gas geben. Oh, das werde ich nicht schaffen, ey. Der Versuch, alles an ERS irgendwie weg, das habe ich zumindest probiert. Also, zwei Runden lang hat es funktioniert. Aber im Endeffekt ist der schneller. Leclerc wird mich auch an. Ja, die Vorderreifen, die sind beide sau schnell, da machst du nichts. Hat's außen versucht. Oh, wir haben Gelb hinten. Er ist aus. Das ist, glaube ich, ein Haas raus, oder? Nee. Ein Alpha wird langsam. Gut, war das gerade riskant, ey. Ich habe mich so innen reingebremst nochmal. Der war schon eigentlich vorbei. Ich habe auch keine Lust, so ein Ergebnis jetzt wegzuschmeißen. Das muss auch nicht sein. Ah, ist wahrscheinlich ein Motorschaden. Safety Car war ja auch erhöht, oder? Gestellt, haben wir auch erhöht. Ja, und rote Flagge auf Standard. Ja gut, also dann ist er erhöht, aber okay. Das waren jetzt drei Rennen ohne. Dann, ja. Dann ist das gar nicht so. Immer auf der Geraden. Das ist eher erst verpulvern. Ja, der kriegt mich noch. Der kriegt mal Rust ist auch noch dran. Also das könnte noch relativ weit nach hinten gehen sogar. Die sind alle stark. So, Maximum Push. Besser. Man muss diese letzte Kurve auf jeden Fall gut hinbekommen. Ich glaube, das hast du besser drauf als ich. Dann ist es machbar. Ja, man muss da mal reinkommen irgendwie. Ja. So in den Rhythmus, wo man die letzte Kurve ganz gut trifft. Und dann geht's. Ja, so hier Verstappen 2016, oder wann war's? Stimmt, ja. Erstes Rennen für Red Bull.
Ja. Das war was. Boah, das wird echt hart, Mann. Das wird sehr hart. Ich krieg's halt auch nicht hin, mein EAS aufzuladen, weil ich das wegballern muss, um davor zu bleiben. Das macht's nicht gerade besser. Ja, ich würde ja Kai gern DRS geben, aber so viel reduzieren, Pace reduzieren macht ja auch keinen Sinn. Nicht machen, nee, nee. Und das darf man es ja auch hindern. Das macht keinen Sinn. Außer in irgendeiner Kurve hältst du den auf, aber. Ja, das macht auch keinen Sinn. Nee, lieber nicht, dann hast du auch die anderen direkt an dir dran. Ja, das, eben, das und dann nichts, kommen die alle und dann haben wir Hardreifen. So hast du immerhin auf die noch einen Vorsprung. Ich versuche dich hier so gut wie möglich zu halten. Oh, Russell jetzt gegen Leclerc da hinten. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Mach mal. Mach das mal. Boah, das sind gerade alles Qualifying-Runden gefühlt. Ja, bei mir auch. Nee. Jetzt hat Russell auf Harten, ist jetzt an Leclerc vorbei. Krass. Hab ich nicht erwartet. Crash, was da noch raus, ja. So, aus Versehen. Ups! Aus dem Brake-Check, aus Versehen. Und dann so Unterboden kaputt. So ein Brake-Check geht halt auch nur in F1, wenn man sich den Heckflügel nicht wirklich kaputt macht. Ja. Bei so einem leichten Brake-Check. Es gibt ja diesen. Das ist eigentlich auch traurig. Schaden, aber. Ja. Ja, genau. Aber wenn du das richtig auf jemanden abgesehen hast, so, dann ist theoretisch. Ja, dann. Eine leichte Geschichte. Alter, Russell, was? Kommt die Pace her? Jawohl, nochmal einmal rauskommen, komm. Ja, einmal Russell gut raus hier. Haben, glaub ich, oder? Der kein Georg. Windschatten geben. Ja, die KI online ist auch nochmal aggressiver, habe ich das Gefühl, als offline. Ja, das kann schon sein. Ein paar Mal leicht eine mitgegeben. Ah, ja, haben wir ja gemerkt, du musst direkt auf 95 stellen. Boah, nein, ich händel hier immer so die 15% ERS irgendwie bis Startziel wieder. Ich auch, ich spare mir die mal auf, dann baller ich alles raus, aber gegen Russell, also Leclerc hat jetzt nachgelassen, der hat kein DRS mehr auf mich gerade, kurz. Ah, ein Fehler und alles weg. Ein Fehler und alles ist im Argen. 36% jetzt vorne. Wenn ich da in DRS bleiben würde, das wäre geil. Das wäre sehr geil. Aber langsam wird's rutschig. Ja. Ah, die Harten waren schon eine gute Wahl. Auf jeden Fall. War schon ein richtiger Instinkt von dir. Ich weiß nicht, ob die super schnell sind, aber mit dem Verschleiß hätten wir echt Probleme gehabt. Ja, das wäre nicht gegangen. Wahrscheinlich wäre Medium Hard doch gut gewesen. Ja, ich denke auch. Die wären, also Medium hätten halt länger bessere Performance geliefert. Dafür haben wir den Start echt gut hinbekommen auf den Softs. Ja. Ich weiß nicht, ob das auf Medium so gut geklappt hätte. Das ist immer so eine Sache. Und das ist auch viel wert, weil überholen ist hier schwer. Wenn wir irgendwie Fünfter, Sechster bleiben nach dem Start, glaube ich nicht, dass wir da an allen vorbeikommen noch. So, jetzt dann noch einmal rum. Verstappen wird jetzt halt nochmal aufdrehen in der letzten Runde, ich sehe schon. Ja, das ist immer das KI-Ding. Ich hätte es auch ganz gerne, dass Russell mich hier jetzt überholt eigentlich. Hätte ich das DRS auf Start ziehe, aber ich glaube, das wird nichts. Hier machen die nichts auf der Gerade, ne? Gegen dich auch nicht. Nee. Da haben die keine Chance. Das ist nur Stazieren. So, einmal noch richtig gut rauskommen. Oh, das hast du. Das sieht gut aus. Ich hab's gegen Russell hoffentlich. Das wär was. So, 20% ERS, das muss reichen. Das hab ich voll abgehängt. Come on. Ich komme an Max sogar ran. Der muss abreißen. Ich bin jetzt in einer Sekunde fast wieder drin. Hä? Das haben wir jetzt hoffentlich in der Tasche.
Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ob jetzt noch irgendeine Dive-Bomb kommt. Eigentlich nicht. Das würde mich wohl, ich wüsste nicht wo. Ja gut, mit DRS musst du nochmal aufpassen gleich, aber. Eigentlich sind die da nicht so stark gewesen bisher. Oh. Es ist knapp. Jetzt komme ich auch nochmal ran. Wow. Last lap. Komm schon. Erster Sieg. Komm schon. Spiel. Gönne. Oh Gott, geht der da rein? Ich dachte kurz, der bombt dich da jetzt weg. Das sah so aus aus der Ferne. Ja. Ich hab schon gesehen im Rückspiegel. Yes! So, rausdrücken. Sehr stark. Oh, ist das knapp! Oh, yes! Sehr stark! GG, das war stark! Geil! Boah, das war ein gerade geil. Doppelpodium, ey, come on! Puh, ey, das war ein Rennen. Ich weiß nicht, wie wir uns da gehalten haben, ehrlich gesagt. Ich dachte, Verstappen bekommt dich. Der hat ja so schnell aufgeschlossen. Oh, tut mir mein Arsch weh jetzt. Oh, mir tut alles weh gerade. Aber geil, sehr stark gefahren, ey, GG. Danke. Sehr, sehr gut. Ah, selbst. Puh, danke, danke. Zweimal. Podium. Zach Brown ist stolz. Ach, den Helm, der Helm ist ja geil. Der ist richtig geil. Ja, ich sag ja, der ist irgendwie cool. Der ist in Vegas. Der ist irgendwie cool. Puh. Doch, ich mag den Helm direkt. Klapp, klapp. Das gibt Punkte fürs Team, Junge. Das gibt ordentlich Punkte. Ich dachte, Verstappen bekommt dich und Russell mich noch am Ende. Der hatte auch so eine Phase. Auch nicht, was da passiert ist. Leclerc ist voll eingebrochen gegen Ende nochmal. Puh. Sieht gleich der Pokal immer gleich aus. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Oh, ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es würde mich nicht wundern. Es sind auf jeden Fall nicht die echten. Was auch schade ist, ne? Wäre auch mal so eine Kleinigkeit. Das wäre ja die echten Pokale. Cooles Gimmick eigentlich. Ja. Eigentlich auch nicht so ein Stress. Nee. Also für die anscheinend schon, weil die Karriere ist ja, existiert ja für EA nicht, aber. Zweit, ja. Danke für das 11. Das wäre meine coole. Den Superchat. Puh. Hui. Also ich bin Toast. Ich auch Toast. Ah, was für ein knapp auch wieder, das ist krass. Also man muss schon ballern auf der KI-Stufe. Ja. Aber ich glaube, es ist schon richtig. Ich eventuell wäre es 97 gegangen oder 6. Ja, passt ja, schon, oder? Im zweitbesten Auto, erster, dritter. Ja, auch ja. Auf Krampf, also komplett Chat, auf was Krampf. Sagt ihr? Ich finde, das ist okay. Vor allem, weil Perez auch verkackt hat. Ich finde das was okay. Was sagt Chat für Schwierigkeitsstufe? Kann man so lassen oder? Ja, wobei man weiß es halt, wie es nicht. Hast es eh aus einer anderen Strecke wieder anders. Ja, genau. Ich finde das gut so. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon ein ganz gutes Rennen gefahren hier. Das war schon also am Anschlag. Keine Fehler. Keine Fehler, genau. Echt hart verteidigt, paar Mal. Wenn man halt so Fehler macht, wie jetzt ich in Cheddar oder Bahrain, dann ist klar. Ja, ja. Bei mir schreiben die meisten passt. Rangliste. Finde ich auch. Ich meine, wir sind das zweitbeste Team in der Performance, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist ja keine ja, originale McLaren-Performance mehr. Nach ein paar Rennen direkt. Fünfter und achter Platz. Also der Sieg hat jetzt halt direkt ordentlich geballert. So 25 Punkte davor. Davor hatte ich 2 Punkte. Red Bulls vorne mit 52 beide. Ja, das ist geil. Sehr cool. Daniel Ricciardo. Ich weiß nicht, ob die Daniel Ricciardo einfach nur den Namen getauscht haben. Ja, doch. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist einfach der De Vries. Sonst nichts am Fahrer geändert. McLaren Platz 4 mit 46 Punkten vor Aston Martin. Aston Martin. Okay. Dann gehe ich mal hier weiter. So, passt so. Ja, top. Geschrieben. So 97 wäre. Vielleicht. Ja, das ist halt auch auf jeder Strecke wieder was anderes. Sagen wir so, wenn wir jetzt irgendwann wirklich bestes Team sind oder so, dann kann man auf jeden Fall auf 97 oder so gehen. Ja, ich fand's so. Also bevor man halt 1-2 vorne wegfährt immer. Ja, soll ja nicht, aber das war ja nicht langweilig gerade. Nö, das war. Das war ja viel spannender, geht's ja nicht im Kampf um so einen Sieg. Und ich finde, mit dem Auto weit vorne zu fahren, ist ja, wenn man auf die Performance. Also wir sind ja fast gleich auf mit Red Bull. Das ist ja okay. Und Red Bull hat auch echt verkackt im Qualifying, da können wir ja nichts für.
Saisonergebnisse. Das ist ja Verstappen am Ende nochmal echt stark zurückgekommen. So. Also drei dann sind tough, so drei von nur zwei. Ja, drei, ja, da müssen wir gucken, ob wir, wie wir das weitermachen. Aber drei waren jetzt schon. Ja, war schon tough, aber geht. Geht, aber kann man machen. Fast vier Stunden auch, ne? Ist krass. Ja, ist krass, Ich glaube, ich verabschiede mich von meinem Chat kurz, ich mute dich kurz. Und dann. Ja. Ich mache ich ebenso. Dann ciao, Chat. Genau, ja, ciao, Patricks Chat. Wir hören uns. Jo. So. Komm mal mute. Okay. Puh, ja, das war's von diesem Stream. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht, paar geile Rennen. Vor allem knapp, ich find's cool, dass Patrick und ich so relativ gleich auf sind. Das macht echt Bock, hat Spaß gemacht. Paar geile Duelle auch schon gehabt. Lasst gerne einen Daumen hoch dann nochmal zum Abschluss, falls ihr es noch nicht getan habt. Vielleicht ein Abo auf dem Kanal, falls ihr neu seid. Hab gesehen, wir haben während des Streams die 99k geknackt, also da vielen, vielen Dank dafür. 1k noch. 1% fehlt noch sozusagen. ja, vielen, vielen Dank euch für den Support. Schaut gerne bei Patrick natürlich vorbei. Lasst ihm dort Grüße da, lasst ihm ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen bei einem Video oder beim nächsten Stream oder wo auch immer, wo ihr wollt. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.